Sieht gut aus. So! Herzlich willkommen! Hallo! Ja, Mensch, guck mal, sieht wieder alles anders aus. Ja. Oder vertraut, anders, neu, alt. Es ist irre, oder? Das ist jetzt hier die 20. Folge Filmwelt. Genau, und fast, wie du letztens auch festgestellt hast, fast 4 Jahre, ja, nachdem wir überhaupt mit dem ganzen Spaß angefangen haben. Wir haben ja jetzt März und im April 2020 haben wir angefangen, Filmtipps aufzunehmen. Genau. Und das ist sozusagen ein 4-jähriges Jubiläum. Genau. In 4 Jahren machen wir den Quatsch. Und es sind schon nahezu kaum neue Leute dazugekommen, die das gucken. Ja. Und trotzdem, ihr seid, ja, ihr seid einfach treue Fans. Das zeugt ja auf einer gewissen Beharrlichkeit unsererseits, dass wir das Desinteresse der Welt komplett ignorieren und einfach weitermachen und uns auch neue Sachen ausdenken. Und deswegen wird das heute eine ganz besondere Folge von Gabi und Ollis Filmwelt. Ich habe mal so das grob überschlagen, wenn man das jetzt mal so nimmt, dass wir Filmtipps hatten und dann Filmwelt. Wir haben etwa über 800 Filme gesprochen. Ist das so? Ja. Weil von den Filmtipps habe ich sie ja noch alle mal aufgeschrieben, du ja auch. Ich auch, ja. Was dich nicht daran gehindert hat, trotzdem manche Filme dreimal zu nennen, aber. Aber legen wir den Mantel des Schweigenden. Stopp, doppelt! Legen wir den Mantel des schweigenden Klassenzimmers darüber. Genau. Oh. ja, ich habe. 800 Filme, das ist ja krass. So etwa, über 800 Filme haben wir etwa geredet. Was ich schon krass finde, das heißt ja, dass wir zumindest einen Teil davon wirklich gesehen haben. Da hast du aber jetzt, naja, jeder 400. Obwohl wir natürlich teilweise die Filme des anderen auch kannten. Auch kannten. Außer vielleicht bei der Folge Filme, die Olli und Gabi nicht kennen. Das ist schon wirklich irre, oder? Wie viele Filme wir kennen, wenn man das mal sich überlegt. Ja, auch wie viel Lebenszeit wir für Filme. Aber wie viel ich davon auch schon wieder vergessen habe. Das ist ja, ich mir das auch heißt, angucken wir können sie nochmal anschauen. Genau. So. Heute, du hast dir was mitgebracht. Heute wird etwas ganz Besonderes. Ich versuche heute was ganz Verrücktes. Ja. Wir versuchen nämlich, deswegen ist das der Aufbau auch so. Nichtsdestotrotz haben wir auch überlegt, vielleicht ist es ja auch netter wieder so zu machen. Wir haben damals das verändert und vor den Fernseher gelegt, weil es anders aussehen sollte als die Filmtipps. Jetzt sind die Filmtipps ja ein alter Hut, keiner kennt sie mehr. Und jetzt kann er wieder so und sagen, hey, die Filmwelt sieht jetzt ganz neu aus und sieht aber nur aus wie die alten Filmtipps. Das ist quasi wie so eine Art Remake. Auch. Genau, so, als wenn man jetzt Twix wieder Ryder nennen würde. Die ganzen jungen Zuschauer, die sind ja inzwischen schon älter geworden. 4 Jahre älter. Das heißt, es ist ja eine Generation nachgewachsen, die kennen ja die Filmtipps gar nicht mehr. Genau. Ja? Wenn wir denen jetzt, das ist wie mit irgendwelchen Songs, wir präsentieren denen jetzt einfach das alte Image, das ist voll neu. Jetzt nochmal Harry Potter, die Serie. Ja. Das ist. Genau. Genau, wir sind quasi Harry Potter, die Serie. Jetzt habe ich was zum Essen im Mund. Ja. Auch das aber du hast was mitgebracht. Genau. Und heute wollte ich nämlich, es gibt schon länger, das ist nicht ganz neu, aber ich habe es erst entdeckt. Ein kooperatives Spiel zu Zurück in die Zukunft, was ich besonders schön finde, weil ich kooperative Spiele sehr mag. Ja, da muss keiner weinen oder alle weinen. Ich sah vor kurzem einen kurzen Bericht über Spiele und was das über unsere Gesellschaft aussagt. Und es war wirklich sehr, sehr spannend, weil die verschiedene Spiele aus verschiedenen Zeiten nahmen. Und sowas wie Monopoly oder so ist ja nun ein absolut kapitalistisches Spiel. Was? Und das finde ich eben gerade so schön, dass inzwischen so kooperative das miteinander Spiele total im Kommen sind. Und man gegen das nicht näher definierte Spiel an sich gekämpft. Oder wenn man es noch weiter fassen will, man spielt zusammen. Als Gruppe, zusammen mit einem Spiel. Und auch man muss ja nicht immer dagegen. Man kämpft gemeinsam gegen das Elend der Welt. Und daran sollte sich die Welt an sich ein Beispiel nehmen. Ja, finde ich weil auch. Das Leben ist ja schwer genug, da sich doch gegenseitig das Leben schwer zu machen, indem man sagt, Mensch, ärgere dich nicht und schmeiß dich raus oder so. Ne? Ja. Bro. Ich wollte dieses Spiel nicht nur präsentieren. Nein, der verrückte Gedanke heute, habe ich eigentlich angestellt? Ja. Ich hoffe, ich schau mal. Der verrückte Gedanke ist, dass ich das Spiel, während wir die Filmwelt machen, mit Gabi spielen möchte. Also jetzt nicht flächendeckend wollen wir das präsentieren, aber ich zeig mal, wie das Spiel so funktioniert. Dann spielen wir mal ein bisschen, reden drüber, überspringen mal was gespielt und sagen euch dann, welchen Stand wir sind. Und so habe ich mir das heute mal vorgestellt. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Das ist eine ziemlich verrückte Idee, weil wir ja nebenher gesagt auch noch wahnsinnig viele Filme gesehen haben, weil wir uns lange nicht getroffen haben. Ja, es ist ziemlich, habt ihr gemerkt, wir haben alle viel gearbeitet. Da kommt man nicht so richtig zusammen. Ja, wir haben einfach keinen Termin gefunden, keinen gemeinsamen. Also, ich finde, das Herz geht einem schon ein bisschen auf, wenn man das rausholt, weil man allein sofort für, dass der Fluxkompensator und die wunderschöne Anleitung sieht aus wie das Comicheft, was ja. George liest, auf Grundlage dessen Marty sich hier als Darth Vader vom Planeten Vulkan
verkleidet, wenn er nachts in seinem Traum erscheint. Hier, guck mal, hier so. Oder auch hier so. Das ist wirklich sehr hübsch. Das finde ich ganz schön an dem Spiel, es ist nett aufgezogen. Ich hab übrigens dem Olli, er hat es noch nicht gesehen, aber ich habe ihm eine Dokumentation auf DVD geschenkt, wo man sieht, wie der alte DeLorean aus dem Film, der leider fürchterlich aussah, zwischendrin Teile geklaut und was weiß ich was in den letzten Jahren, weil die den so schändlich schlecht behandelt haben, restaurieren. Mit unglaublich viel Liebe und Zuwendung ist jetzt nämlich der DeLorean und der steht jetzt auch in einem Museum. In einem Automobilmuseum und nicht mehr auf dem Freigelände von, keine Ahnung, Paramount oder Universal. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ja, und ist jetzt wieder wunderschön hergerichtet. Eine schöne Sendung war das. Cool. Ja, man spielt sozusagen inhaltlich den ersten Teil. Man hat hier Hill Valley. Und es gibt hier DeLorean-Teile, den Haken eben, ein Kabel und dann natürlich noch Benzin. Man hat drei Aufgaben als Spieler. Man spielt entweder, und da fängt es schon an, ein bisschen seltsam zu werden. Ich glaube, ich muss jetzt ganz kurz sagen, die Aufteilung ist ein bisschen verrückt. Weil da ist Doc Browns Haus. Man sieht ihn mal am Anfang mit dem Skateboard fahren. George Haus und Café, das ist viel zu nah. Ja. Das ist nicht maßstabsgerecht. Nee, das kann... Aber dafür entschuldigt sich ja Doc auch oft. Entschuldigung, es ist nicht maßstabsgerecht. Eben. Ich habe auch keine Zeit mehr, es anzumalen. Ja. Man hat einen Marty. Die Figuren sind jetzt nicht das Schönste. Ich meine, die verbiegen sich ein bisschen. Man hat George. Ah nee, George spielt man aber gar nicht. George und Lorraine kommen in George und Lorraines Haus. Okay. Dann man hat eine Jennifer, was natürlich schon, das ist ein bisschen, ne, was macht denn Jennifer im Jahr 1955. Ach so, 1955. Man hat eine Biff, der ist blöd. Man hat Doc. Und man hat, was auch ein bisschen verwirrend ist, Einstein. Ja. Also Einstein und Jennifer gehören ja eigentlich nicht dahin. Oder sie hätten gesagt, das ist Kopernikus. Ehrlich gesagt, das ist eher Kopernikus. Wird aber als Einstein betitelt. Aber der Hund sieht gar nicht so sehr aus wie Einstein. Aber war nicht Einstein und Kopernikus dieselbe Rasse? Aber der sieht dem trotzdem nicht so ähnlich. Ehrlich gesagt, naja, sieht man beiden Rassen nicht so ähnlich. Egal. Jedenfalls hat man sozusagen drei Ziele als Gruppe. Ich würde sagen, ich würde ja fast sagen, wir nehmen George und Marty und Doc. Natürlich. Natürlich. Und wer bist du denn? Doc oder bist du Marty? Das kannst du dir aussuchen. Wir haben einen. Ich möchte gern Doc Brown sein. DeLorean, da bist du Doc Brown, bist doch der Ältere. Ein Doc Brown. Einen DeLorean haben wir noch hier. Den stelle ich aufs Startfeld. Hier, da. Ein DeLorean! Das ist schon süß. Sie haben eine Zeitmaschine gebaut in einen DeLorean? Ja, ich meine schon, wenn man schon eine Zeitmaschine baut, dann in ein Auto, dann wenigstens mit Stil. Und wir haben hier dieses. Vielleicht sollten Foto. Wir doch andersrum, sollte ich doch Marty sein. Dieses Foto, das werden wir jetzt gleich noch bunt machen. Und die Aufgabe ist folgendermaßen. Man muss es schaffen, bevor diese... Wir haben ja eine Zeitleiste. Haben wir auch noch. Wir spielen zu zweit. Das müssen wir auf diese Seite nehmen. Eine Zeitleiste. Das sind sozusagen die Runden, die wir spielen. Okay. Bis um 22.04 Uhr exakt der Blitz in die Rathausuhr einschlägt und den Strom, die 1,21 Gigawatt, über das Kabel da reinmacht, müssen wir es schaffen, den DeLorean einmal hier rüber zu fahren, bei Doc Brown House mit diesen Sachen auszustatten. Ja. Ihn, wenn wir das haben, hier hinzufahren. Gleichzeitig müssen sich George und Lorraine miteinander verlieben. Dafür gibt es dieses Liebesbarometer. Dann müssen wir nachher hier sein. Oh Gott. Sonst haben wir es nicht geschafft. Oh, und dieses Foto, was jetzt gleich noch mit bunten Teilen bestückt wird, darf nicht verschwinden. Also wenn gewisse Sachen passieren, dann dreht man das um und dann ist derjenige weg, wie das im Film auch passiert. Wenn das alles erfüllt ist, das Auto da steht, die zwei verliebt sind, hier also im Herzbereich und das Foto noch da ist und es ist 22.04 Uhr, dann haben wir das Spiel geschafft. Das klingt gar nicht so einfach. Das ist sehr schwer, weil Biff rennt rum, macht Stunk, es gibt irgendwelche Hinderniskarten, man muss dauernd irgendwelche Würfelprüfungen ablegen, die halt total über Glück funktionieren und das heißt, man hat es gar nicht nur so strategisch in der Hand, das Ganze. Das also es hat auch viel mit Glück zu tun. Also fast ausschließlich. Ich erkläre das jetzt, wie gesagt, nur erstmal so grob und dann reden wir auch über Filme. So, dann muss man nämlich, du kriegst eine Karte von deinem Charakter. Ach, das hätte ich natürlich auch besser vorbereiten können. Und dann gibt es so Ärgerkarten, die haben dann was mit Biff und seiner Gang zu tun. Und wenn der nämlich auf demselben Feld ist wie Lorraine oder George, dann geht die Liebe nämlich zurück. Ja. Und dann hast du nämlich, das ist nämlich der Scheiß. Und das ist, passiert sehr, sehr oft. Du musst eigentlich dann nur, ist schwierig. Ah nee, du wolltest ja George Doc sein. Ich will Doc sein. Das macht den... Grundgütiger! Zwischendrin kann man aber auch noch andere Gegenstände einsammeln, die es einen leichter machen.
Du hast hier, komm jetzt so auf dein, auf diese Karte kommen jetzt hier so Würfelplättchen drauf. Ja. Die sind, die weißen sind vorgegeben, die hast du. Und solange du die hast, kannst du diese Würfel hier benutzen. Ja. Und mit diesen Würfeln kannst du zum Beispiel Proben machen, dass die sich verlieben, dass du Biff bekämpfst, dass du den DeLorean fährst oder dass du irgendwas anderes machst. Ja, okay. So, so funktioniert das Spiel. Das starten wir gleich. Aber vorher, lass uns doch über Filme reden. Oh ja. Wie viele Sachen hast du denn etwa, damit wir es so ein bisschen einteilen können? Eins, zwei, drei. Das brauche ich noch so ein bisschen auf. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Filme habe ich. Dann würde ich sagen, fängst du mal an. Und drei Serien. Weil so viel habe ich nicht. Ich habe extra die letzte Folge Filmtipps nochmal geguckt. Einfach als Reminiszenz an unsere vorherige Oscar-Folge so ein bisschen. Ich muss euch erst was zeigen. Das wollte ich noch, das habe ich vorhin vergessen. Oscar, ja? Welcher Film hat die meisten Oscars überhaupt jemals bekommen? Ben Hur oder Titanic? Ich glaube, beide gleich viele. Ich glaube, 11. Ben Hur und Titanic haben, glaube ich, beide 11 Oscars bekommen. Da lag ich richtig. Ja. Toll, ich bin so wissend. Titanic, und jetzt gehen wir rüber zur Titanic. Ach, jetzt kommt's. Ach, okay. Der Gabi hat sich was gekauft, was zu großer Erheiterung führte in meinem Bekanntenkreis. Oh ja. Ich konnte nicht anders. Ich habe auch sehr gelacht, als es dann per Post ankam. Ich habe mir... Warte, das muss ich filmen. Ich habe mir was bestellt. Ich habe schon so lange damit geliebäugelt und jetzt habe ich es tatsächlich gemacht. Lacht mich nicht aus, aber ich bin jetzt stolzer Besitzer eines Original... Kohlefragmentes der Titanic und ein Originalkohlefragment von der Carpathia. Ich dachte, du kommst jetzt mit so einem Stück Kohle an. Nein, das ist ja ein Splitterchen. Ich sag, es ist ein Fragmentchen. Ich habe selber gelacht. Ich dachte, es wäre wenigstens so groß, diese Box hier. Aber nein, sie ist wirklich sehr, sehr, sehr klein. Ich habe sehr gelacht, als ich das Paketchen aufmachte. Aber ich finde das schon toll. Ist es nicht schön? Es ist ein Originalstück Kohle von der Titanic. Olli lacht auch wieder. Ihr habt vielleicht auch gelacht. Nein, du, also wer bin ich denn, ne? Es gibt hier auch ein Zertifikat dazu und ich habe mich sehr gefreut. Es ist cool. Ich habe ein Originalstück Kohle. Und was habe ich noch gefunden? Hier, ich habe doch meine Fotos wieder mal sortiert und so. Und ich habe schon mal erzählt, dass ich das immer so mag, wenn ich Originalrequisiten und sowas in der Welt sehe. Und hier habe ich was gefunden, als ich in London war. Oh, der Heilige Gral und die Peitsche. Das ist nämlich... Oh. The Holy Grail. Das ist wirklich der echte? Das ist echte Requisite? Ja. Peitschen gab es natürlich mehrere. Wenn du das jetzt gekauft hättest und ausgeholt hättest, das hätte mich, gebe ich ganz ehrlich zu, ein Stück mehr beeindruckt. Auf jeden. Aber das ist, glaube ich, auch eine Spur teurer. Das habe ich gesehen in einem Schaufenster in London. Direkt daneben war noch ein Schaufenster, hätte ich jetzt auch mitbringen können. Da lag das, so ein Originalsprechgerät von der alten Star Trek-Serie drin. Ein Communicator. Ja, so ein Communicator. Und ich fand das einfach cool. Ich habe nämlich damit gar nicht gerechnet. Ich lief einfach durch London. Plötzlich war dieses Fenster da und dann steht da der Gral von Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Es war wunderschön. Das wollte ich euch mal zeigen. Sehr, sehr schön. Ist schon ein bisschen länger. Guck mal, das ist heute so ein bisschen so eine nerdige Freak-Folge. Total, wir sind ja auch nerdige Freaks. Das sind übrigens Ärgerkarten, von denen muss man immer, also du siehst ja schon auf der Leiste, dass man immer, wenn man ein Stück weiterkommt, muss man so Sachen erfüllen. Ne? Ja. Bewegungen, Ärgerkarten ziehen oder so. Irgendwann, wenn man weiter fortgeschritten wird, steht hier mal zwei. Dann wird alles doppelt ausgeführt. Das streichen wir. Das ist dann so schwer. Das finde ich, das ist dann bei Kooperativen das Schöne, wo man sagt, hey, wenn sich alle einig sind, dann lass uns das doch einfach ein bisschen... vernünftiger gestalten. Dieses Doppelte, das macht es dir so schwer, finde ich. Hast du denn inzwischen Barbie gesehen? Ja, ich habe Barbie hier schon vorgestellt. Stimmt. Dann kann ich jetzt einfach mich darauf beziehen. Barbie, ich habe nämlich Barbie jetzt auch gesehen. So hört er mir zu. Das ist eine Freude, immer wieder. Ich habe Barbie jetzt auch gesehen. Da brauchen wir den gar nicht groß vorstellen. Nee. Das könnte sozusagen jetzt ein Filmwelt Shorty sein, wo du einfach nur das bestätigst oder widersprichst. Dem, was ich gesagt habe. Ist es nicht verrückt, dass jetzt Barbie zwar... Oh Gott, wie viele Nominierungen hatten die denn jetzt? 8 Nominierungen hatte Barbie. 8 Nominierungen, ja. Und in Wirklichkeit bekommen hat Barbie jetzt, wie wir vorhin erfahren haben, einen? Ja. Für den besten Song, oder? Das ist aber auch... ja, aber es war so klar, dass Barbie jetzt nicht zwangsweise... So die Riesen-Oscar... Ich finde, das ist ja ein guter Film gewesen. Der hat ja Spaß gemacht, aber... Erzähl. Ja, du hast recht, finde ich auch. Es ist irgendwie ein kurzweiliger, netter Film. Das fand ich gar nicht schlecht, war auch nicht enttäuscht oder keine Ahnung, aber...
Ich hätte ihn mir manchmal ein bisschen bissiger gewünscht, das habe ich dir ja, glaube ich, dann auch schon später mal erzählt. Du hast gefragt, ob ich ihn bissig finde. Ja, aber ich habe dir dann später, obwohl du hast ja gesagt, ich hätte gar nicht erwartet, dass ich ihn überhaupt gesehen habe. Also in meiner Welt hast du noch nicht mir das erzählt. Okay, also ich hätte ihn mir ein bisschen bissiger gewünscht. Ah. Ich fand auch diese Rede von der America Ferrara, dieser Monolog. Ach so, diesen Monolog, wie schön es ist, eine Frau zu sein. Kann am Ende dann quasi das eigentlich einen starken Moment. Ich fand ihn aber diesen Monolog auch ein bisschen wirr geschrieben, muss ich sagen. Man hätte, finde ich, bei mehreren solchen Stellen ein bisschen on the point mehr sein können. Ging mir so bei dem Film. Ich habe auch geguckt, ich finde es wirklich, also Ausstattung finde ich zum Beispiel großartig, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch viel gelacht. Ich fand ein bisschen schade, dass Ryan Gosling, wie soll ich das sagen, wenn wir das jetzt wären, dann würdest du mir sagen, oh Gabi, pass ein bisschen auf. Man sieht so sehr, dass du selber das lustig findest, was du da spielst. Mhm. Und das geht mir bei Ryan Gosling ein bisschen so. Ja. Der spielt schon sehr auf Comedy. Ja. Und so ein bisschen drüber. So. Ich war wirklich fasziniert. Der Film hat mich schon mal gewundert. Der hat zwischen, ich glaube, 128 oder 145 Millionen gekostet, der Film. Gekostet! So viel kostet so ein Film inzwischen, wenn man sich das überlegt. Titanic mit 220 Millionen damals. Ja, aber du musst auch überlegen, dass Barbie an sich schon ein teures Spielzeug ist. Und wenn das Barbie-Trauma schon so groß 200 Euro kostet, dann kannst du natürlich, wenn sie die ganze Stadt nachbauen... ja, ist klar. Ne? Hättest du gedacht, dass der so teuer war? Ich habe ehrlich gesagt, ich bin jenseits von... vollkommen absurd. Dass ich einschätze, ich finde das alles immer absurd. Vor allem finde ich manchmal auch absurd, wie Special Effects oder sowas so viel kostet, wo ich denke, die sitzen noch am Computer, hast den Computer erstmal gekauft. Ja. Macht sich das verleihen. Aber die müssen ja dann teilweise Programme entwickeln. Natürlich die Arbeitszeit. Die Leute kosten ja auch Geld. Die Leute kosten ja auch Geld. Da ja, man kann ja gar nicht mehr so viel, einfach nur Leute einsperren in den Keller und sagen, mach das fürs Essen, sonst lasse ich dich nie wieder raus. Ja, das kann das man geht ja nicht mehr so. Nicht ne? mehr so gerade nach den Streiks und sowas, muss ja Leute auch ordentlich bezahlen. Ja. Aber was ich noch viel unfassbarer finde, dieser Film hat weltweit eingespielt 1,4 Milliarden Dollar. Das hat sich mal gelohnt, das Geld zu investieren. Das ist ja nicht immer so. Barbie spielt 1,4 Milliarden ein. Aber wenn du mal überlegst, ich habe ja, aber im Hinblick darauf, dass ich ja lange, lange, lange schon mal hier ein Bild gezeigt habe, sage, es gibt einen Barbie-Film mit Margot Robbie und Ryan Gosling. Was soll denn das werden? Ich finde, dafür ist es trotzdem ein wirklich, finde ich, schöner Film geworden. Ja, ich finde auch. Ein so ein Thema, ich bin jetzt auch kein Barbie-Fan. Also, das heißt ja nicht, ich mag viel Spielzeug, Barbie gehört jetzt nicht unbedingt dazu. Ich hänge einfach noch einen Film dran, oder? Oh ja, mach mal, ich bin ja noch am Sortieren. Ein schöner Film aus dem Jahr 2022 aus Großbritannien von Stephen Frears und er heißt The Lost King. Das ist eine wahre Geschichte. Es gab eine Philippa Langley, ich glaube, die lebt sogar noch. Philippa Langley war eine... die war ein bisschen frustriert teilweise, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen depressiv, hatte so eine leichte Angststörung, ist auch nicht so wahnsinnig glücklich in ihrem Leben mit ihrem Ex-Mann und ihrem Kind und schaut sich Richard III. Im Theater an und ist wirklich fasziniert von diesem Shakespeare-Stück und auch von Richard III. Und sie empfindet es irgendwie ungerecht, sie hat da so ein Gefühl, dass Richard III. So schlecht wegkommt bei Shakespeare. Und sie denkt sich so, vielleicht stimmt das alles gar nicht und fängt an, sich für Richard III. Sehr intensiv zu interessieren. Wie gesagt, eine wahre Geschichte. Und bei ihren Recherchen findet sie heraus, dass die Leiche von Richard III. Nie gefunden wurde. Man wusste nie oder weiß nie, wo sie ist. Und sie recherchiert dann, wird dann also eine Hobbyarchäologin, wird von der Fachwelt ziemlich belächelt, kriegt dann aber doch die Möglichkeit, mit einer freien Universität Grabungen zu machen und ich verrate es jetzt einfach mal, auf einem Parkplatz eines, ich glaube, Finanzamtes. Im Film ist es wirklich schön dargestellt, sie läuft auf diesen Parkplatz, nachdem sie recherchiert hat, dass da früher mal eine Kirche war und sie vermutet, dass da das Grab eigentlich sein müsste. Läuft sie auf diesen Parkplatz und dann ist so ein großes R auf dem Boden, wie Richard. Mhm. Und sie denkt so, das kann nicht wahr sein. Unfassbar. Hast du mir das schon erzählt? Das habe ich dir, glaube ich, schon erzählt. Hat mir niemand anders das erzählt von dem Film. Und dann ist sie wirklich geschockt, warum steht da jetzt ein R? Und dann erkundigt sie sich und das heißt dann reserved, also dass da eben reserviert ist für Leute. Ich weiß auch nicht, ob das mit dem R wirklich stimmt, aber es ist eine sehr hübsche Sache. Jedenfalls wird da gegraben und es ist unfassbar, aber wahr, sie finden tatsächlich das Grab von
Ich hatte drin. Bei dem R. Das ist schon seltsam. Relativ direkt unter dem R. Bei diesem Parkplatz. Es ist so, und sie hat recht gehabt. Es ist eine tolle Geschichte, schön gemacht. Sie sieht dann auch immer Richard den Dritten. Der taucht dann immer plötzlich auf, der historische Richard der Dritte, und so unterhält sich mit ihm. Ja. Auch viele Leute denken, die spinnt jetzt vollkommen. Wird er von jemandem Bekannten gespielt? Ja, und zwar von Harry Lloyd. Das ist jetzt schwierig, weil den kennt man. Ich habe jetzt wirklich beim Aufschreiben auch nur überlegt, woher man ihn sonst kennt. Ich mag den Schauspieler sehr gerne. Aber ich kann mich gerade nicht mehr genau erinnern, wo der noch mitgespielt hat. Googles einfach selber. So, entschuldig bitte. Macht euch doch eure eigene Filmwelt. Kann man sich mal an einem Sonntag sehr schön anschauen. The Lost King. Sehr schön. Dann hast du ja schon zwei Tipps durch, dann wäre ich vielleicht mal kurz dran. Ja, bitte. Entschuldigt, dass ich hier so... Guck mal, ich habe dir so Plätzchen auf deine Dings gepackt. Ja. Und diese Plättchen sind sozusagen deine Aktionsplättchen. Ne? Mhm. Die kannst du kämpfen? Da kannst Liebe. Du... Genau, da steht dann, entweder kannst du ein so ein Ding benutzen, wenn du dran bist, um zu würfeln, um dich zu bewegen. Ne, deswegen steht immer drauf, oder bis zu drei Felder ziehen. Ne, hier, Martin hat das auch. Oder du kannst sie benutzen, ein so ein Feld, dann drehst du es um, um zum Beispiel so einen Würfel zu würfeln. Mhm. Dann hast du verschiedene Symbole, das ist ein Schlagsymbol, das ist so ein Wissenschaftssymbol, das Herzsymbol und das Fahrtsymbol. Mhm. Und Doc hat halt mehr grüne Würfel und dann, wenn du dann das würfelst, zum Beispiel sowas hier, dann hast du zwei Wissenschaftsproben bestanden. Mhm. Und zum Beispiel musst du, um dieses Teil hier einzusammeln, eine Wissenschaftsprobe bestehen. Und hier muss ich zwei hier musst du schon zwei bestehen. Dann muss ich drei bestehen. Das ist sozusagen der einzige strategische Punkt, dass du sagst, mach du lieber das, du hast mehr diese Chancen und sowas. Es gibt allerdings auf jedem Würfel auch so ein Blitzsymbol, das ist ein Joker. Der gilt für alles. Ah, ich dachte schon, es gibt Harry Potter. Es gibt aber auch auf jedem Würfel leider mehrfach Biff. Oh, wenn du Biff würfelst, dann bewegt sich Biff. Und Biff ist nur am sich bewegen und alles kaputt machen. Ah. Also das wird, deswegen wird das Ganze nicht so einfach. Bevor es soweit kommt, dass wir losspielen, möchte ich noch mal kurz... Ich habe in der letzten Folge, die ja wirklich schon jetzt eine Weile her ist, angefangen über die, weil ich da angefangen habe, über die Serie Percy Jackson zu reden. Du ja. erinnerst dich vielleicht. Ich erinnere mich. Da hatte ich die ersten vier Folgen geguckt und sagte, sie ist eigentlich ganz, ganz schön, fing ganz gut an und war so nah am, näher am Buch als die Filme. Wobei das ein bisschen... Bisschen kindgerecht. Ja. Das war das, was ich... Ein bisschen Disney-haft. Es ist nicht ganz so Robert Hills. Es könnte... Das ist aber auch gut, aber es war halt auch nicht so es könnte brachialer. Hätte brachialer sein können. Weißt du, es geht um Monster, es geht um... Griechische Mythologie ist ja auch nicht ohne, ne? Also das ist ja wie Grimms Märchen irgendwie. Da könnte man ja auch, das könnte ein bisschen düsterer sein. Das haben sie aber halt sehr Disney-gerecht gemacht, habe ich ja schon erzählt. Jetzt habe ich, es waren insgesamt 8 Folgen, die anderen Folgen hatte ich auch noch geguckt. Und leider baute die Serie ab und deswegen wollte ich das nochmal so ein bisschen, nicht revidieren. Sie war trotzdem unterhaltsam, aber das Problem, das habe ich damals bei, wie hieß Willow auch angesprochen, dass du manchmal, wenn du so Etappen, so Reisen hast, ne, und du machst das in Serienform, Dann habe ich mal das Gefühl, dass sie sagen, naja, so eine Folge geht nur mal eine Dreiviertelstunde und jetzt sind sie in dieser Etappe, lohnt ja nicht, noch eine Etappe anzugehen, also lass uns doch die Dreiviertelstunde für die Etappe nehmen, aber ja. Das braucht es vielleicht gar nicht. Ja. Und das habe ich dann ganz stark gehabt bei der Serie, wo dann Sachen, wo sie im Buch auch zügig, zackig und actionreich ist, du denkst, jetzt sind sie da in diesem Casino, bauen da irgendwie noch Nebenhandlungen plötzlich ein, die keiner braucht und wo die Serie mich dann verliert. Ich habe die dann sogar alleine zu Ende geguckt, weil Biene hat gesagt, ach, ich muss es gar nicht unbedingt sehen mehr. Ja. Und das ist sehr schade, weil die jeweils auftauchenden Götter zum Beispiel oder sowas, das ist schon ganz interessant, also wie die alle so modern dargestellt werden, Hades, wenn sie dann im Hades sind und Hades treffen. Aber das ist ein bisschen, also die haben irgendwie das dann angereichert, aber nicht nur zum Positiven. Und anstatt ordentlich auf die Action zu gehen manchmal, was ja auch nett gewesen wäre, haben sie, glaube ich, versucht, eine Tiefe reinzubringen, eine emotionale Tiefe. Und fast in jeder Folge steht irgendwann eine Figur da mit wässrigen Augen, selbst Götter, und erzählt irgendwie so, was ihr eigentliches Problem ist. Und weiß, es ist ja nicht leicht, so und so. Und ich denke irgendwann so, boah, jetzt kommt wieder der Monolog. Jetzt kommt wieder der Monolog von irgendeiner Figur, die vor sich hin leidet, wie schwer sie es hat. Ob es jetzt einer von den drei Hauptcharakteren ist, von den Kindern, oder ob es Hermes, der Götterbote ist, der sagt, ja, so hasst mich, aber das ist ein bisschen nervig und das ist ein bisschen schade, da haben sie wirklich was verschenkt. Ich habe gelesen, dass es definitiv Staffel 2 jetzt schon, ist glaube ich gesetzt, wird es geben. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das durch alle, also ob sie alle 5 Bücher durchkriegen, ob das so funktioniert, keine Ahnung, bin gespannt. Also ich hoffe, sie kommen da noch ein bisschen in Fahrt. In Fahrt, ja, genau. Das war noch nachträglich zu Percy Jackson. Entschuldige, ich muss kurz winken. Habe ich ja gerade schon. Das ist nämlich der kleine Motti und die Biene ist da. Kamera, Frau Biene ist da und
Krabbelkind, Matti. Ja, so kommen wir natürlich nicht voran, ne? Muss man ehrlich mal sagen. Da kommen wir voran. So. Ist aber auch ein bisschen ambitioniert, was wir uns heute jetzt würde ich, dann können wir nämlich in Ruhe anfangen zu spielen, kurz. Ganz kurz nämlich abgeben an Annaberg Buchholz. Wir haben nämlich ein Rufus Kiek-Gelager. Ein Gelager? Gelaber gekriegt, der sich Aquaman angeguckt hat. Aquaman 2 ist jetzt schon eine Weile her, er hat mir schon vor ein paar Wochen geschickt. Und dann würde ich mich darauf dann nochmal ganz kurz beziehen mit was anderem und dann bist du wieder dran. Und in der Zwischenzeit, während ihr euch Rufen anguckt, fangen wir mal an zu spielen und das sagen euch dann, ob wir schon was geschafft haben. So machen wir das. Bis gleich. Ab an Rufen. Rufens Geek-Gelaber. So, da bin ich jetzt direkt vom Kinosessel auf meine Couch und ich habe mir Aquaman 2 angeschaut. Was soll ich dazu sagen? Die Geschichte ist so generisch wie banal. Um ein sehr großes Böses in Form von Black Manta zu besiegen, muss sich Aquaman mit seinem bösen Bruder verbinden, Ocean Master oder auch Orm, um eben besagtes großes Böses zu besiegen. Mehr ist diese Story auch nicht. Und ich muss sagen, ich finde es okay. Ich habe wirklich sehr viel Schlechtes erwartet. Ich habe einen unglaublich schlechten Film erwartet. Und habe einen Film bekommen, der tatsächlich in seiner Stringenz, in seiner Geschichte vollkommen okay ist. Er ist jetzt nicht übermäßig lustig, er hat viel Action drin. Black Manta findet einen schwarzen Dreizack, der Schlüssel ist, um das Königreich Necros, das titelgebende Lost Kingdom, wieder zurückzuholen. Und Aquaman zieht los mit Ocean Master, um ihn aufzuhalten. Und ich finde, klar, Black Manta ist wieder da. Es ist der letzte Film im Snyder-Universum. Das heißt, sich einen komplett neuen Aquaman-Schurken zu holen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Black Manta ist und bleibt ein cooler Charakter, der sich selbstverständlich an Aquaman rächen für den Tod seines Vaters rächen möchte. Ocean Master zieht auch mit, widerstrebend, aber er macht es. Und während des Films werden wird die geschwisterliche Beziehung gekittet und natürlich der Feind besiegt mit einem sehr coolen Robin Hood Dreizackwurf. Der Film hat auch ein paar vorhersehbare Momente. Also es gab 3 bis 4 Situationen, Szenen in dem Film, wo man sich denkt, jetzt steht er dahinter, jetzt wirft er den Dreizack, jetzt wird der Dreizack aufgehalten und so weiter. Es gab auch viele Momente, wo ich kurz dachte, dass Amber Heard's Mera stirbt, was dann doch nicht passiert ist. Und da kommen wir auch schon tatsächlich zu, witzigerweise, einem meiner Lieblingscharaktere in diesem Film. Und zwar Amber Heard's Mera. Und ich dachte erst, dass Mera einen sehr kurzen Screen-Auftritt hat, weil es gerüchteweise durch diese Heard-Depp
Gerichtsgeschichte immer so hieß, dass sie rausgeschnitten wird, dass sie total wenig wenig Screentime bekommt. Jason Momoa selber war ja auch kein wirklicher Fan von ihr aufgrund der Geschichte. Der hatte sich ja irgendwie auf die Seite von Johnny Depp geschlagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also meine eigene Meinung, ich weiß, jeder hat da seine eigene Sicht, aber ich finde, ich liebe sie. Ich finde, also, ich mochte sie sehr in diesem Film. Ich mochte, sie hatte dann doch mehr Screentime, als ich erwartet habe. Und irgendwie jedes Mal, wenn sie auftauchte, habe ich mich total gefreut. Ich fand sie einfach, mir hat sie sehr gefallen. Ich fand sie wirklich cool. Ich mochte sie ja auch schon in ihrer Rolle als Mira im ersten Teil und war tatsächlich total froh, dass sie doch viele Momente hatte. So, vielleicht hätte sie, wenn diese ganze Gerichtsgeschichte nicht gewesen wäre, noch mehr Momente gehabt. Es hieß ja auch, dass sie eigentlich im Fokus des gesamten Films gewesen wäre, wäre diese Geschichte nicht gelaufen. Ist auch okay. Ich finde, der Film ist rund, er ist da. Es gibt auch keine wirkliche Verabschiedung oder Abschluss vom Snyderverse. Es gibt keinen Cameo-Auftritt von Henry Cavill, Gal Gadot oder Ben Affleck. Was irgendwie noch irgendwas aufreißt oder abschließt oder so. Der Film steht irgendwie für sich, in Anlehnung an den ersten Teil, und das ist in Ordnung, und damit ist das Kapitel jetzt auch beendet offiziell, würde ich mal sagen. Ich als letzter Regie für James Wan, als letzter Snyderverse-Film ist es jetzt auch beendet, und damit sage ich Tschüss, gebe zurück an Gabi und Olli und bin gespannt, was James Gunn macht. Bis dahin, bye. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo Gabi das Spiel, glaube ich, jetzt verstanden hat. Das ist auch nicht irrsinnig so grob, ja. Irrsinnig kompliziert. Hängt halt wirklich viel mit Glück zusammen, ne? Ja. Und wir spielen mal noch eine kleine Runde, während wir weiter mit euch reden. Du bist dran. Genau. So, ich setze jetzt hier dieses Feld eins vor. Ach, hätte ich mich jetzt eigentlich zum Abschluss noch zum DeLorean hätte bewegen dürfen, weil ich das ja einmal pro Runde darf. Hättest du nichts machen können, weil du ja keine Dings. Ich meine so, aber hätte ich theoretisch dürfen. Okay. Willst du es noch machen, um dann beim nächsten Mal direkt da loszustimmen? Ja, ich glaube, das mache ich. Okay. Das ist doch gar nicht schlecht. Das ist nicht ganz so dumm. George Dreifelder gegen den Uhrzeigersinn. Ja, eins, zwei, drei. Jetzt sitzt der auf der Rad. Und Biff bewegt sich leider auch ein Feld. Nein! Biff steht aber schon bei Lorraine und deswegen geht die Liebe auch schon wieder eins zurück. Da bin ich aber froh, dass ich sie gerade zwei hochgesetzt habe. Ja. Dieser böse Biff. Es ist wirklich frustrierend. Ich finde das ganz frustrierend. Das ist nicht so einfach, ne? So. Und jetzt? Man hat ja auch nicht unendlich viele Möglichkeiten, was zu tun. Nee. Und dann bewegt was mache ich denn jetzt? Jetzt geht erstmal das Ding eins weiter. Das habe ich ja gerade schon gemacht. Ach, das hast du schon, stimmt. Gehe ich jetzt. Was mache ich denn? Ich finde, du solltest. Hol ich Lorraine da raus? Ja, hol mal Lorraine da raus. Ich finde, wir sollten ganz viel auf die Liebe investieren. Wir sollten immer viel für die Liebe investieren. Überlegen wir uns mal, wenn ich jetzt eins. Ob du ihn mitnimmst? Zwei, drei, das ist ja blöd. Oder ob ich. 1, 2, 3, dann bin ich aber erstmal nur bei denen. Ich glaube, das mache ich. Ich gehe erstmal hin. Dann nehme ich meinen gelben Würfel für. Ja, geh mal hin. Dann bin ich schon mal da und sage, ey, hör mal, Biff, niemand nennt mich eine feige Sau. Und dann nehme ich meine zwei Prügelwürfel. Ja, bitte. Und jetzt würfel auch gut. Zimmer dem Biff eine. Oder ich nehme, soll ich alle vier Würfel nehmen? Hey. Oh, das wäre natürlich auch mal eine Möglichkeit, aber so viele Plättchen gibt es ja gar nicht. Und dann kann ich notfalls ja noch das hier nehmen. Ja. Vier Joker! Ich hau Biff um. Dreimal habe ich sozusagen umgehauen. Das ist ziemlich gut. Und wir haben noch Docs Erfindung. Ich ziehe den Gedankenlesehelm und kann damit nämlich die Bewegungskarten
vorher anschauen, die unteren zwei und mich für eine entscheiden. Das ist sehr so gut. Dann legen wir eine neue Chance hin und dann reden wir doch kurz über Filme. Ja, also. George Fernglas, George's House, zieh ein P, nimm das Fernglas, George's House. Da könnte man jetzt, könnte es gucken. Ruven hat über Aquaman geredet und fand ihn gar nicht so schlecht wie befürchtet. Ja. Ich habe, deswegen schließe ich jetzt gleich noch anderen Rubens Geek-Gelaber, mir The Marvels angeschaut. Oh. Der neueste Geniestreich von aus dem Hause Marvel. Es ist ja wirklich ein bisschen bitter, ne? Also das lief ja, haben wir schon öfter drüber geredet, es lief ja Bombe, die ersten drei Phasen von dem MCU. Ja. Und es war wirklich großartig und jetzt ist es ja, es ist dermaßen in eine andere Richtung gedriftet, dass man sagt, es ist ja erstaunlich, wenn da nochmal sowas rauskommt, wie vielleicht Guardians of the Galaxy 3, der ja ein guter Film war. Der war ganz cool. Ganz viel, also für mich war ja ein bisschen der Tiefpunkt Ant-Man 3, von dem ich sehr extrem enttäuscht war, habe ich hier glaube ich auch schon mal angesprochen. Habe ich nicht gesehen. Der ja nur quasi in dieser, was ja eine tolle Sache ist, diese LED-Wand, wo nichts mehr echt ist und auch inhaltlich mich völlig kalt gelassen hat. The Marvels ist jetzt sozusagen die Fortsetzung von Captain Marvel. Mhm. Und vereinigt aber verschiedene Figuren miteinander, was auch wieder das eine ein Problem vom MCU zeigt. Also wenn du nicht alles gesehen hast, ist es manchmal ein bisschen schwierig. Man sollte Captain Marvel gesehen haben, man sollte die Serie Mrs. Marvel gesehen haben, von der ich auch schon mal gesprochen habe. Habe ich natürlich auch nicht gesehen. Kleine indischen Teenager ist, so eine Mädchen, die auch Kräfte entwickelt, was eine süße Serie war, die aber auch wieder daran krankte, dass am Ende irgendwann eine CGI-Schlacht geschlagen werden musste. Und der Oberboss, genau, hast du erzählt von der die Serie an sich mit dem kulturellen Einschlag, diesem indischen Touch, war eigentlich cool. Und die Figur war auch total süß, weil die so ein bisschen so ein Captain Marvel-Fan-Girl ist und dann total immer so, oh, ich möchte auch so werden. Und dann gibt es noch Monica Rambeau, eine Figur aus der ersten Marvel-Serie, nämlich WandaVision. Die tauchte da auf und ist auch eine, die Kräfte hat. Die taucht aber nur in dieser Serie auf. Und das ist die Tochter von einer ehemaligen Kollegin von Captain Marvel, als sie noch Pilotin war. In den, wann war das, 80ern oder so. Die treffen da alle aufeinander und da haben sie sich so ein Gimmick überlegt, dass sie nämlich durch eine bestimmte Sache, die da passiert ist, immer wenn sie ihre Kräfte gleichzeitig benutzen, die Plätze tauschen. Aha. Und die kennen sich aber noch gar nicht. Und plötzlich ist die Captain Marvel auf einmal in einem Teenie-Kinderzimmer und die kleine Mrs. Marvel befindet sich plötzlich im Weltraum irgendwo und denkt, was ist denn hier los? Das ist ja so ein Body-Switch. Genau, so ein Aspekt. Genau. Und das schafft eine gewisse verrückte Dynamik. Das ist ein ganz witziger Effekt. Bis sie das dann sozusagen, bis sie zueinander kommen, gecheckt haben, was Sache ist und dann das auch benutzen, indem sie dann wirre Kampfchoreografien haben, wo sie dann bewusst sagen, jetzt Kräfte und dann bin ich da und dann mache ich hier und dann. Das ist eigentlich ganz witzig. Ansonsten ist der Film nämlich ähnlich wie das, was Ruven gerade bei Aquaman beschrieben hat. Er hat mich unterhalten. Es ist einer der kürzesten Marvel-Filme. Der geht wirklich nur knapp anderthalb Stunden. Okay. Was ja auch, was heutzutage auch mal wieder gut ist. Aber das hat Jimmy Kimmel übrigens bei der Oscar-Verleihung auch gesagt. Die Filme waren durchschnittlich 30, also die großen nominierten Filme waren durchschnittlich 30 Minuten länger als 2020. Fand ich interessant. Durchschnittlich. Eben, 90 Minuten ist ja heutzutage, was früher Standard war. Ist inzwischen relativ kurz für einen Film. Ist, ja. Da denkst du, was, lohnt ja gar nicht mehr ins Kino zu gehen. Die haben auch eine böse Wichtin, die irgendwas macht, was mir völlig egal war. Das ist mir vollkommen egal. Die hat irgendwelche, das ist, es gibt da den Kampf zwischen den Skrulls und den Krees. Das wird im Captain Marvel, hast du Captain Marvel gesehen? Wahrscheinlich nicht. Nein, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Und die Krees waren so ein bisschen so das böse Volk damals. Die Skrulls waren diese Gestaltwandler, von denen man anfangs dachte, sie sind böse. So grüne, das vielleicht schon mal gesehen, weiß ich nicht. So, die sehen so aus wie Orks so ein bisschen. Mhm. Die können aber sich in jede möglichen Leute verwandeln. Da gab es letztens auch eine Serie, Secret Invasion, über die ich geredet habe, mit Nick Fury. Egal. Und irgendwie ist da so ein Kree-Planet, der keine Sonne mehr kriegt. Und dann versuchen die irgendwelche Portale zu öffnen, die Anführerin von den Krees. Und sie haben halt auch da versucht, wieder so ein Bösewichtin zu erschaffen, die dann auch irgendwelche Probleme hat. Also so eine Standard-Pseudo-Vielschichtigkeit, was sie in den Bösen dann versuchen. Und es ist, diese Handlung ist mir relativ wurscht. Die habe ich auch nicht verstanden und konnte auch nicht folgen, wollte auch nicht folgen. Trotzdem unterhält der Film irgendwie. Der war witzig ein bisschen, aber irgendwie auch egal. Ja. Also und ich glaube, vor 20 Jahren wäre das ein guter Film gewesen. Hätten sie ihn sehr formlich machen können, vor 20 Jahren vielleicht, aber da wäre das ein unterhaltsamer Film. Jetzt hast du alles schon mal irgendwie gesehen. Jetzt ist es, konsumierst du das so weg.
Obwohl da schöne Ideen sind. Die kommen zum Beispiel auf einen Planeten, warum auch immer sie dahin mussten, das weiß ich auch nicht mehr. Der kommuniziert nur über Musik und dann tanzen und singen da alle so ein bisschen Bollywood-artig. Mhm. Und dann fängt der eine sagt, ach, wir können uns auch normal mit ihm unterhalten. Ja, der ist zweisprachig aufgewachsen. Der kann auch reden sozusagen, der muss nicht nur singen. Das hat durchaus so Momente, aber es, alles ist nicht mehr so richtig geil. Leider. Ich knüpfe da mal ganz kurz an, ich habe ja Avatar 2 jetzt gesehen. Wahrscheinlich dasselbe Blau. Und da ging es mir halt wieder, ich war teilweise wirklich ein bisschen geschockt. Also jetzt mal Titanic und so und hübsche Kohle und überhaupt James Cameron. Das war ja bei Titanic auch schon, dass du im Grunde genommen eine sehr einfache Art der Geschichtenerzählung hast. Du hast sehr einfach strukturierte Figuren und du hast auch sehr klar abgegrenzte, das ist der Böse, das ist die Gute. Und das ist alles so, wie nennt man das, generisch. Ja. Und bei Avatar, ich fand es geradezu unverschämt, wie unfassbar simpel dieses Grundkonstrukt der Geschichte ist. Es ist so vorhersehbar. Es ist so, wie fantasielos. Es ist unfassbar fantasielos, finde ich das. Klar, da sind dann diese irgendwelche Walfischwesen und es sieht irgendwie auch alles immer toll aus mit dem Wasser und diese ganze, es ist alles toll gemacht. Aber es lässt mich erstens total kalt und es langweilt mich auch zu Tode, dass das so einfach, also dass man sich überhaupt nicht mal die Mühe macht, eine andere Art von Motivation für irgendwelche bösen Handlungen zu erfinden oder so. Das ist so, ich frage mich dann manchmal, denkt sich Herr Cameron, dass sein Publikum so dumm ist, dass es erstens das nicht merkt und zweitens, es muss so unfassbar einfach strukturiert sein, damit alle das verstehen? Oder was ist der Plan dahinter? Oder er denkt sich, ist eigentlich auch egal, ob die Story jetzt so oder so ist, er verkauft sich sowieso toll, weil alles ist so schön blau. Ich muss da nochmal kurz eingrätschen, weil ich bin ja auch ein großer Freund von Making-ofs. Und wenn ich mir ein Making-of angucke, dann habe ich immer wieder das Gefühl, da steht ja nicht ein Stab von 1000 Leuten, die sagen, ja, egal. Ja. Die Production Designer, die Kostümleute, die Special Effect Künstler, die versuchen ja trotzdem ihr Bestes zu geben. Das ist ja nicht so, dass die das so hinkotzen. Ich weiß nicht an welcher Stelle da, ob das Drehbuch zu einfach durchgewunken wird, ob es oft hört man von irgendwelchen Differenzen, weil das Studio was anderes will als der Regisseur oder der Drehbuchautor, dann wird das fünfmal umgeschrieben, drei Leute kommen dazu und dem wird es weggenommen. Das ist ja auch immer für die Köche verderben den Brei, ne? Ja, aber wenn das ich ist dann ja nämlich bei Cameron mit Sicherheit nicht der Fall. Das war ja im ersten Avatar-Film auch schon. Vielleicht ist da das George Lucas-Problem, dass der sagt, ich bin der Einzige, der das so und ich mag das so. Und das Dumme ist, es gibt ihm der Erfolg ja recht. Avatar 2 war ja auch trotzdem ein Riesenerfolg. Und Avatar ja auch. Ein Mega-Erfolg. Ich finde es nur so schade, dass das so Filme sind, die so einfach strukturiert sind. Du hast so sehr, sehr, sehr simple Figurenzeichen. Und wie die charakterisiert sind, was die für Typen sind. Das sind alles so Archetypen. Und du hast auch archetypische Probleme nur. Und du hast, also das ist so, mich langweilt das. Aber wollte ich nochmal kurz zu dem anderen vorher. Und da habe ich das Making-of mir angeguckt von The Marvels. Und da sehe ich dann zum Beispiel im Bereich Soundtrack, dass die da versucht haben, dass sie haben eine Taube Perkussionskünstlerin, eine sehr bekannte anscheinend genommen, die dann da mit ganz komischen Klangteppichen und versucht hat, so Weltraummusik, das fand ich total beeindruckend und tat mir aber auch wiederum so leid, weil das für mich gar nicht so spürbar war, dass da so was Spezielles dahinter steckt, weißt du, das ist irgendwie, du denkst da wieder, oh toll, interessant, schade, man hat aber irgendwie mit dem Film nicht so richtig, den trotzdem nicht gewuppt. Das ist, deswegen meine ich, also hinter jedem einzelnen Aspekt stehen ja trotzdem Leute, die Kampfchoreografien, das musst du erstmal machen, dieses logistisch zu machen, dass du an drei Orten Leute hin und her kickst, die irgendwie da dann die Bewegung des anderen aus weiter fortführen oder was weiß ich und das eine im Weltraum, der andere in so einem Zimmer, der andere irgendwie so, das sind ja alles beeindruckende Sachen, aber am Ende des Films. Es ist vielleicht auch ein bisschen wie bei uns, das ist natürlich bei denen auf einem ganz anderen Level. Also was für Möglichkeiten die haben, was da für Leute haben, wie viele und sowas. Aber man wundert sich doch, wenn wir Theater machen, auch manchmal, dass wir sind doch alles motivierte Leute und wir haben doch alle irgendwie Spaß an unserer Arbeit und eigentlich ist doch jedes einzelne Teilchen, und das ist eben genau der Punkt, das Ergebnis ist eben nicht nur die Summe der einzelnen Teile, sondern da fehlt irgendwie noch Bling! Das Bling fehlt halt dann leider. Ja. Ich habe übrigens weil jetzt The Marvel ist das einzige etwas seichtere Projekt, das ich geschaut habe. Jetzt kommt nur noch
Tiefgang. Du hast jetzt hier richtig. Ja. Ich meine, ich kann jetzt zum Beispiel diesen DeLorean-Haken kann ich gar nicht machen, weil ich ja niemals drei von diesen Dingern da kriegen würde, ne? Doch. Ach stimmt. Du kannst Joker. Aber du kannst auch, wenn du möchtest, erstmal den DeLorean jetzt. Das würde ich tatsächlich ein bisschen machen. Kann ich den einfach mitnehmen? Nee, du musst würfeln. Du musst halt diese Bewegung, das hier musst du bewirken. Ah! Oder Joker. Und jedes Ding ist ein Feld. Oh, das sind aber viele. Eben, das sind so. Gott, der DeLorean, der braucht aber ewig. Ich würde da mich um die Liebe vielleicht kümmern. Du kannst aber du musst erstmal hier, wenn du jetzt dran bist, musst du natürlich. Oh ja. Es kommt neuer Ärger. Also es kommt neuer Ärger, es kommt immer Ärger. Ärgerstufe 2, dann nehmen wir mal die Ärgerstufe 1 Karten weg. Jetzt kommt Ärgerstufe 2, das ist schon nicht mehr so lustig. Bande stört den Verkehr, Stadtplatz, Auswirkungen. Anstatt George Lorraine und den Liebesanzeiger zu beeinflussen, bewegt jeder Biff um ein Feld in Richtung des DeLorean. Wenn Biff am Standort des DeLoreans ist, bewegt jeder Biff den DeLorean um einen Punkt zurück. Oh, jetzt wird sozusagen der DeLorean beeinflusst und nicht... Ja. Und nicht... Das könnte uns natürlich helfen, George und Lorraine sich verlieben zu lassen, aber ja. Ist natürlich nicht zuträglich für den... Für das Fortkommen des DeLoreans. Du musst noch eine Bewegungskarte ziehen, bitte. Und dann kann es nicht sein, dass direkt Dings auch schon wieder... Oh, jetzt gehen George und Lorraine vielleicht weg. Jetzt habe ich sie gerade so schön zusammengeführt. Oh, das ist leider der Fall. Aber du hast ja den... Ach, das ist aber ja nicht dein Helm. Also nicht mein Helm. Lorraine einfällt in Uhrzeigersinn ziehen. Hm, finde ich schlimm. Einfällt geht. Aber dann sitzen die ja nicht zusammen. Aber ich habe ja die Special, sie zweimal in meine Richtung zu bewegen. Zwei Felder pro Runde. Und leider bewegt sich Biff zweimal. Jetzt sind schon zwei von diesen hübschen Dingern schon wieder weg. Aber er liegt noch am Boden. Man darf übrigens nicht. Schwierig. Man darf nicht hingehen und jetzt nochmal draufhauen. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Nee. Das finde ich aber auch richtig. Ja. Wenn der schon am Boden liegt, sollte man nicht nochmal draufhauen. Währenddessen erwähne ich mal ganz kurz, was ich noch gesehen habe. Mach mal. Ich habe nämlich einen Film gesehen, der mich wirklich... Das ist schon eine Weile her. Bis zu dem Film habe ich nämlich gar nichts gesehen, was ich in dieser Sendung präsentieren konnte. Und dann fuhren meine Familie in die Faschingsferien und ich hatte ein bisschen Zeit. Und da habe ich mir einen Film einfach mal angeguckt, den ich bisher vorher nur gehört hatte, nämlich Sonne und Beton. Oh, den habe ich jetzt gerade aus der Bibliothek mir geholt, habe ihn aber noch nicht gesehen. Das war so ein bisschen... Der hat mich wirklich so getoucht und ich dachte so, boah, was für ein guter Film. Ihr Lieben, warte mal, ich habe jetzt hier zwei Bewegungsdinger, oder? Ja. Das heißt, er darf zwei Felder schon mal fahren. Eins, zwei. Dann habe ich zwei Joker. Dann darf er nochmal zweimal fahren. Dann dürfte er nochmal zweimal fahren. Und du hast zwei Biffs. Ich habe leider zwei Biffs. Das damit steht er auf und bewegt sich ein Feld. Wenn wir jetzt noch ein Biff haben, fährt der DeLorean wieder zurück. Okay, aber das haben wir ja jetzt erstmal noch nicht. Noch nicht. Gut. Sonne und Beton. Basiert auf einem Roman von, wie heißt er? Felix Lobrecht, der selber, also der so ein bisschen autobiografisch ist. Nicht jetzt komplett, aber er hat so gesagt, was den Figuren da so passiert, hat er entweder auch erlebt oder hat gehört oder Umkreis oder so. Mhm. Das spielt in Berlin, in Neukölln, Abteilung Gropiusstadt heißt das. Und das ist aber jetzt heute oder ist das Vergangenheit? Es spielt so Anfang der 2000er. Ah ja. Also in der Jugend von dem Felix Lobrecht. Der ist jetzt halt ungefähr, glaube ich, so alt wie wir, vielleicht ein bisschen jünger. Ja. Und 1914. Okay, schauen wir mal. Und das ist halt so die totale Ghetto-Stadt, also die Ghetto-Abteilung, weißt du? Riesige Hochhäuser und sehr viel Migrationshintergründler, Drogenszene und alles. Und dass du das so in einem Atemzug sagst, ja? Migrationshintergründler und Drogen. Wie wenn das sich immer bedingen würde. Das geht doch gar nicht. Also du kriegst da ziemlich viele Migrationshintergründler-Gruppierungen gesetzt, die Drogen verkaufen. Egal. Und das ist halt, dass überhaupt Jugendliche in dieser Umgebung gedeihen können, ist faszinierend und erstaunlich und aber auch gut. Und du hast so vier Kumpels, denen du sozusagen ein bisschen so folgst. Und es ist halt gleichzeitig irgendwie belebend, frustrierend, aber auch faszinierend, auch wenn dann halt einerseits, das ist schwer, das ist, warte mal. Am Anfang ist es manchmal, muss er erstmal reinkommen, weil die reden auch alle. Reden alle so. Weißt du, bist du scheiße, kannst du nicht. Ich habe teilweise überhaupt nicht verstanden am Anfang erstmal, wie sie sich beschimpfen. Also, das liegt ja nicht an den Migrationshintergründen, sondern auch die Deutschansässigen. Reden einfach alles scheiße so. Bist du bekloppt? Bist du nicht kloppt? Machst du immer ein Problem, du? Bist du auch immer so aggressiv von 0 auf 100? Und,
Die Darsteller sind mehr oder weniger Laien. Also, was heißt Laien? Der eine ist noch am ehesten, der hat schon als Junge irgendwo, der kommt auch nicht aus Berlin, hat schon mal so Theatererfahrungen gemacht. Die anderen sind teilweise wirklich für den Film gecastet, machen zum ersten Mal, kommen auch teilweise aus der Gegend. Mhm. Also der Hauptdarsteller hat dann bei der Kinopremiere gemeint, das ist total geil, weil es ist halt sein Kino hier, wo das jetzt gerade präsentiert wird. Er wohnt und ist dann da. Und das war auch schön bei der Premiere, weil sie auch meinten, ja, wir hoffen, die Leute haben so viel Spaß mit dem Film wie wir. Und das war, dachte ich, faszinierend, weil Spaß war jetzt nicht der erste Gedanke, den ich mit dem Film hatte. Aber die haben natürlich, das ist ihr Leben und sie fanden es total cool, dass das auch die... Also es ist im Prinzip, zeigt es dir einfach, mit was für Hürden die da zu kämpfen haben. Drogen, verschiedene Gruppierungen, Parteien, Schule, dann irgendwie aber doch Familie, häusliche Gewalt, aber auch Hoffnungen, die eine Mutter scheißt ihren Sohn zusammen, weil sie meint, ich versuche doch hier für dich zu arbeiten, du baust irgendein Mist und sowas. Und der eine möchte seinen Vater am liebsten totschlagen, weil der immer die Mutter schlägt und will sich am Ende, bringt sie dann am Ende fast selber um. Und die Hauptrolle will eigentlich auch studieren, sagt dann, ich möchte dann doch Abitur machen, versucht irgendwie. Und das sind diese kleinen Hoffnungsschimmer, die du, oder wenn der eigentlich mit sich mit seinem Vater, der eine neue Freundin hat, streitet und dann liegt der Vater abends aber so auf dem Sofa, ist beim Fernsehen eingeschlafen, der kommt so nach Hause, guckt ihn so an, macht dann irgendwie einmal so. In dem Moment denkst du so, boah, da geht dir das Herz auf, dass der Junge, dass diese Ebene auch gibt. Das wird halt alles gezeigt und das ist echt schön. Und im Gegensatz zu so einem Film, wie erinnert mich ein bisschen daran an Als wir träumten, von Dresen, ja. Du hast Dresen, ja, der sehr... dunkel und ist und die ganze Zeit auch noch depressiv aussieht, spielt er halt wirklich im Sommer. Es ist cool gefilmt, es ist hell, es ist freundlich, aber direkt am Anfang gehen die zum Beispiel auf dem Weg von der Schule in den Park an so einer Gruppe von Leuten vorbei, die halt auch Drogen verticken und sie sagen, sprich sie nicht an, lass dich nicht auf ein Gespräch ein oder sowas und ich glaube, es wäre egal gewesen, was sie gemacht haben. Sie sagen, guten Tag, schönes Wetter heute, die hätten einen aufs Maul gekriegt von denen und das ist auch so frustrierend und das ist so, denkst, oh Gott, ich habe überlegt, ich müsste... Wo wir bei Rheingold sind. Ja, sowas, du denkst, du hast keine Chance an manchen Stellen und wie kann man da überleben? Und trotzdem, dass ich am Ende saß ich dann da und habe ein Tränchen im Auge gehabt, weil irgendwie auch denkst, auch rührend, wie die vier Jungs mit all ihren Problemen da dann am Ende auch dastehen und sich trotzdem loyal sind. Und hat mich, guck ihn dir mal an, ich möchte jetzt gar nicht noch mehr palabern und faseln, der hat mich einfach sehr beeindruckt, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe ihn mir aus der Bibliothek ausgeliehen tatsächlich. Es wird nichts beschönigt, nicht glorifiziert. Ich glaube nicht, dass das jemand sieht und denkt, weil ich es auch noch einmal gesagt habe, Gangster sein ist ja so cool. Okay. Ich finde das nämlich nicht. Wir haben übrigens Besuch, falls es jemand gehört hat. Ein wirklich starker Film, der berührt, mein Highlight der anderen Art und ich habe am Ende eine Träne im Auge gehabt, weil man diesen Kindern einfach was anderes auch wünscht. Ich finde, den sollten sich durchaus auch Jugendliche anschauen, damit man weiß, wie gut man es manchmal auch hat. Da habe ich mir überlegt, ob ich das meinen Kindern zeige und sage, hier, das sind Probleme. Sonne und Beton. Sehr schön. Ich erzähle das jetzt mal dir, Matti. Ich habe einen Film gesehen. Du kannst auch mir, ich höre dir zu, ich versuche. Ah! 2023 ist der Film entstanden mit Jackie Chan. Das ist der meines Wissens nach neueste Film mit Jackie Chan. Oh, das ist aber jetzt ein sehr gefährlicher Plan hier mit der Kamera und dem Matti. Der Film heißt Right On, die zweite Chance. Handelt von einem alternden Stuntman. Der hat ein Stuntpferd auch. Jetzt habe ich leider vergessen, wie der im Deutschen heißt. Red Hair heißt der im Englischen. Also das Pferd. Achso, ich wollte gerade sagen, du hast ja gerade gesagt, wie der Film heißt. Nein, aber wie das Pferd heißt, Red Hair. Ich weiß leider nicht mehr, ob es dann im Deutschen einfach Rothaar heißt oder... Ich weiß es nicht. Meine Spezialfähigkeit in Hollow Grey. Ja! Ich mache einfach mal nebenher. Liebe. Ich mach ein bisschen Liebe nebenher. Du machst ein bisschen Liebe nebenher. Das finde ich sehr gut. Der Film hat mir ganz gut gefallen, obwohl er sehr, sehr viele verschiedene Themen auf einmal reinpacken will. Also es ist einerseits die Geschichte eben dieses Stuntmans, der... seine besten Tage ein bisschen hinter sich hat. Oh Gott, jetzt kommt das Foto zum ersten Mal. Ja, weil wir noch nicht genug Liebe haben, müssen wir den einen Teil vom Foto jetzt hier umdrehen. Oh nein. Das ist blöd. Und schon sieht man der Kopf. Hm? Oh, jetzt ist schon der Kopf weg.
Also wir haben diesen alternden Stuntman, der die besten Tage hinter sich hat. Der hat wiederum eine Tochter. Seine Frau ist schon vor längerer Zeit, glaube ich, gestorben. Und die Tochter und er haben ein sehr schlechtes Verhältnis. Jetzt kriegt aber der Stuntman die Chance, doch nochmal sozusagen in einem Film mitzuspielen, weil der streitet sich mit jemand, der Geld eintreiben will. Davon gibt es ein Video. Das Video ging wiederum viral und dadurch wird er wieder engagiert als Stuntman. Und ist aber dann auch nicht mehr so einfach, irgendwie das alles zu machen, weil das Pferd ist auch schon älter und er ja auch. Langer Rede, kurzer Sinn, es ist wieder so eine Familienzusammenführungsgeschichte, weil die Tochter und er kommen sich dann natürlich näher und er muss dann irgendwie entscheiden, will er den Beruf noch weitermachen, weil er natürlich sehr gefährlich ist und die Tochter das nicht möchte und auch das Pferd eben schon ziemlich alt ist. Der Film ist ein bisschen vollgepackt mit Sachen, aber er hat mich tatsächlich auch gerührt. Ich habe tatsächlich auch ein Tränchen vergossen, muss ich sagen. Und zwar vorwiegend deswegen, weil es kommen ganz oft dann so Momente, wo halt über den alten Stuntman sozusagen geredet wird und da schneiden sie dann eben Original-Stunts von Jackie Chan aus früheren Filmen rein. Und wo halt auch Sachen kommen, wie Jackie Chan sich damals verletzt hat und sowas. Und da vermischt sich sozusagen die wirkliche Geschichte ja. von Jackie Chan und diese Filmfigur-Geschichte. Na, na klar. Das ist ein bisschen... Murphys Gesetz auf zwei Beinen. Wirklich? Oh, auf, auf. Oh. Ja, und du lachst auch noch. Ich fand es teilweise so rührend, weil der Jackie Chan ist ja selber... Der Jackie Chan ist ja selber jetzt schon so ein bisschen alt, ne? Der ist nicht mehr ganz so jung, ne? Und kann ja nicht mehr so viel machen. Er macht da auch noch ein paar Stunts, das ist auch schön, aber man sieht natürlich, er ist viel langsamer als früher und er kann natürlich auch nicht mehr diese halsbrecherischen Sachen machen. Und diese Trauer des Stuntmans ist, glaube ich, teilweise auch ein bisschen die Trauer von Jackie Chan. Das ist schon, da vermischt sich also das Leben und diese Filme. Aber Jackie Chan ist doch trotzdem noch, sag ich mal, er kann natürlich vielleicht nicht mehr so wie früher, aber er hat doch einen guten Stand, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke schon, dass das, wofür er halt wirklich berühmt geworden ist, ist halt vorbei. Die Zeit ist vorbei. Der war immer noch coole Stunts. Konzentriert. Nee, hast dich nicht richtig konzentriert. Ah, viel besser. Und mich hat es irgendwie gerührt. Es ist ja auch so ein bisschen ein Held meiner Jugend, ja. der jetzt halt einfach auch schon sehr alt ist. So, ne? Und der das halt manches nicht mehr so kann wie früher. Unglaublich viel Liebe gemacht. Ganz viel Liebe gemacht. Und ich habe nämlich so ein Special-Ding hier, wo ein Joker, zwei Joker bedeutet. Und dann konnte ich nochmal in der Gitarre es nochmal machen, weil ich ja die Gitarre habe. Und dann, jetzt haben wir so viel Liebe gemacht. Jetzt haben wir schon mal Liebe auf 8. Aber ich habe den DeLorean halt einmal wieder zurückfahren müssen, weil Biff halt auch da war. Ja, gut. Soll ich den DeLorean einfach wieder eine Runde fahren lassen? Ja, beweg erstmal hier das Pferdchen. Ja. Also, jetzt bewegt sich auch wieder. Bewegt sich schon wieder. Ich habe, George, drei Felder im Uhrzeigersinn. Das ist aber gar nicht so gut. 1, 2, 3. George steht in der Einfahrt. Und Biff 1. Das bringt ja überhaupt nichts, dass den DeLorean vorgefahren hat, wenn Biff ihn wieder zurückfährt. Ja, das sind trotzdem noch drei Felder vor. Ach, das Das meine ich, das ist auch ein bisschen deprimierend. Aber, was ganz klammheimlich jetzt noch kam, nicht ins Kino, aber in die Mediathek von ZDF und letztens noch im Fernsehen, war die neueste Jussi Adler-Olsen-Verfilmung. Mhm. Habe ich halt auch schon mal öfter angebracht. Es gab 4 Jussi Adler-Olsen Karl Morg Verfilmungen mit einem festen Ensemble. Und dann ging es anscheinend irgendwie, haben sich die Rechte verändert und sie hatten vielleicht auch nicht mehr Lust oder haben gesagt, es reicht. Weil es gibt inzwischen, glaube ich, trotzdem 8 Bücher oder so. Mindestens. Versuchst du jetzt... Parallel? Willst du den DeLorean oder? Ich würde, also am liebsten würde ich jetzt das, das und das machen. Ich würde erstens Biff gern ein bisschen umhauen, ich würde gern diese Sache machen. Dann mach doch einfach die Sache drauf. Wirf einfach alle Würfel und wir sortieren es einfach dann dazu. Alle Würfel und wir sortieren das zu. Die Leute, die das Spiel kennen, werden jetzt vielleicht sagen, was, so geht das doch gar nicht. Ist uns egal, wir spielen es so. Bean hat uns übrigens Croissants geholt. Vielen lieben Dank dafür. Ja, total lieb. Und das ist übrigens noch entweder dein Quarkbällchen oder Ollis Quarkbällchen. Ich habe meine Quarkbällchen. Möchtest alle schon ein Quarkbällchen? Nein, danke. Ich möchte jetzt gleich Mittagessen. Ach so. Der neue Jussi Adler-Olsen. Genau, warte, ich muss kurz überlegen, ob ich jetzt. Ich bin eigentlich fertig. Dann glaube ich nichts mehr machen. Ja, wie gesagt, der neueste Jussi Adler-Olsen heißt Erwartungen. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Die haben ja immer so komische Namen. Ne? Eigentlich heißt im Original des Buches, glaube ich, der Marco-Effekt oder so, aber im Original... Der Marco oder der Makro-Effekt? Der Marco. Marco-Effekt.
Gibt es einen Marco? Ja, ein kleiner Junge. Okay. Es geht um einen Jungen, der die ganze Zeit auf der Flucht ist. Das Prinzip ist ja bei diesen Geschichten immer so, das Sonderdezernat Q, geleitet von Karl Morg, so ein abgefuckter Bulle, mit seinem Assistenten Assad heißt er, ja. Und noch zwei anderen Kollegen. Assad? Und dass die immer Fälle bearbeiten, die eigentlich schon bei den Akten liegen. Und dadurch hast du immer etwas, was gerade passiert und dann irgendwas, was aus der Vergangenheit, also es wird nicht immer die Vergangenheit gezeigt, aber du hast irgendwas, was aus der Vergangenheit das jetzt beeinflusst. Weil die das jetzt untersuchen, kommen die irgendwelchen Fällen in der Gegenwart auf die Spur. Und also vom Fall her ist das ganz interessant und so, aber sie haben jetzt ein neues Team, das ist das Besondere. Das ist jetzt sozusagen, die ersten vier Filme waren Kinofilme. Mhm. Der Film fühlt sich jetzt genauso an, ist aber eher jetzt inzwischen so eine dänische ZDF-Koproduktion. Also kam im Fernsehen und ich habe ihn dann aber in der ZDF-Mediathek gesehen. Müsste da vielleicht auch noch sein, ich weiß es nicht genau. Der ist irgendwie nicht ewig da gewesen. Und was, sie haben jetzt spielt Ulrich Thomsen den Karl Morg. Ulrich Thomsen, Das Fest und Adams Äpfel. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Ist doch einer und von der denen. Passt verdammt gut da drauf. Ich habe den alten auch gemocht, aber sowohl Karl Morg als auch Assad waren so Figuren, die wir uns, und auch wenn ich jetzt mit Kollegen, also Tobi zum Beispiel, jetzt kennt Tobi alle aus Filmtipps und so, hat die Bücher auch sehr gern gelesen, haben uns den immer ein bisschen anders vorgestellt. Der andere Tobi. Tobi Weber. Nicht Tobi Rauch, nein. Ein bisschen älter, noch ein bisschen abgefuckter und sowas. Ein bisschen mauliger noch. Und der Assad, nicht so, der war fast so ein bisschen so ein Action-Assad. Der hat auch bei, das war so ein Syrier, der auch bei Westworld 2, zweite Staffel mitgespielt hat, der Schauspieler. Ich weiß. Mhm. Und der war cool, der hat das gut gespielt. Also, aber Assad ist in den Büchern immer eher so ein bisschen so chaotisch, verpeilt, der dann plötzlich aber irgendwelche Moves rausholt, wo du denkst, oh, der hat irgendeinen Hintergrund im syrischen Geheimdienst oder sowas, den man noch nicht weiß. Und das, wie man sich die Figuren so vorgestellt hat, wenn man die Bücher liest, das trifft jetzt auf die neue Besetzung ein bisschen mehr zu. Das ist eigentlich ganz, ganz, ganz cool. Deswegen ist der Film unbedingt sehenswert. Ich will jetzt über die Handlung gar nicht weiter was sagen, kann sich jeder anschauen. Ist von der Handlung her auch gut und spannend gemacht. Ist halt so ein skandinavischer Thriller. Im besten Sinne. Und mit einer sehr guten Besetzung, die auch Figuren jetzt mal reinholt, die in den Büchern immer schon da sind, aber in den ersten vier Verfilmungen auch bewusst rausgelassen worden, um sich sozusagen auf den jeweiligen Fall zu konzentrieren und nicht so dieses, was von einem Film zum anderen überhängt, so viel so einen Rattenschwanz nach sich zu ziehen. Ja, man muss ja bei so einem Roman auch irgendwas eben rausnehmen. Und dann haben die es eigentlich bei den ersten Filmen auch ganz gut gemacht, dass sie halt sagen, wir konzentrieren uns auf die jeweilige Handlung dieses Falls. Aber es ist dann auch schön, plötzlich zu sehen, auch dass da dieser Kollege, der irgendwie ganz am Anfang im ersten Buch querschnittsgelähmt wird, den der Karl Morg dann erst im Heimbesuch dann zu sich nach Hause holt, weil er ein schlechtes Gewissen hat und sowas, dass sowas plötzlich auch mit reinspielt. Und das ist war ganz cool. Erwartungen. Muss mal gucken, ob der noch da ist. Ich hüpfe mal in einen Film aus dem Jahr 2023, eine Filmbiografie eines Musikproduzenten, der heißt Neil Bogart, weswegen seine Plattenfirma auch Casablanca Records hieß. Und der Film heißt Spinning Gold. Mhm. Noch nie gehört. Eben. Ich habe den auch aus der Bibliothek mir ausgeliehen, weil der sah irgendwie so aus, dass jetzt auch kein irgendwie absoluter C-Movie-Film ist. Ist auch aufwendig produziert. Spielt so eben auch durch verschiedene Zeiten so, aber vorwiegend, ich glaube, das ist dann 70er. Mhm. Und ist eben die Biografie über diesen Musikproduzenten, den ich jetzt vorher gar nicht groß kannte, der aber extrem erfolgreich war. Lustigerweise kenne ich auch die ganzen Musiker, die da so sozusagen von ihm produziert werden, kenne ich ganz vieles vom Namen her nicht. Wahrscheinlich kenne ich ganz viele Songs. Die einzige Person, die mir wirklich total was sagte, ist Donna Summer als Musikerin. Und der hat halt unglaublich viele Nummern. Oder was ist das? Na, ich weiß nicht, was der... Vielleicht ist es ja nicht der Musikrichtung, wenn es aus den 70ern ist. Ja, es ist so Disco auch und so. Aber der hat unglaublich viele Nummer 1 Hits produziert. Mhm. Also sehr, sehr viel. Und was den Film ein bisschen schwierig macht, ist, so wie ich das verstanden habe, ein Sohn hat es entweder angeleiert oder wurde dann gefragt, ob er da Regie führen will. Also auf jeden Fall ist es so eine Art Familienprojekt. Also Nachkommen von dem Mann,
sind da sehr stark involviert in der Entstehung dieses Filmes. Mhm. Und ich glaube, das ist in dem Fall keine so gute Idee gewesen, weil es wird am Ende dann auch noch richtig sentimental. Da kommen dann irgendwie noch Kinder, also so super 8-Filmaufnahmen von den Kindern und dem Vater. Ich kann das ja verstehen, dass die selber da natürlich ein großes Bedürfnis haben, ihren Vater, wenn der halt ein cooler Typ war und ein toller Mensch, den irgendwie im guten Licht zu zeigen und dann irgendwie noch so Kinderfilmchen zeigen. Aber es wird dann schon sehr sentimental, finde ich. Und ich habe auch leider das Gefühl, dass die jetzt nicht so wahnsinnig objektiv auf diese Geschichte. Es ist zwar schon ein bisschen bemüht, dass man auch zeigt, dass der schon auch, sagen wir mal, den Drogen und den ganzen Dingen und auch Geldsachen jetzt nicht so abgeneigt war. Aber auf mich wirkt das alles so ein bisschen beschönigt. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn nicht ein Familienangehöriger, der sehr wohlwollend auf den Vater guckt, diesen Film gemacht hätte. Mhm. Der lohnt sich so einigermaßen zum Gucken, aber ist jetzt auch nicht so, dass wir ihn unbedingt gesehen haben. Mhm. So. Ich habe neue schlechte Ärger aufgedeckt. Oh nein! Zieh Biff. Wird dann ausgetauscht, der kommt nicht dazu. Der kommt, genau. Zieh Biff zu George's Standort. Jedes Mal, wenn eine Bewegungskarte George bewegt, zieh Biff zu George's Standort. Oh, aber ist ja jetzt schon bei George. Das finde ich ziemlich, ziemlich mies. Aber jetzt kannst du trotzdem wieder den DeLorean bewegen, ohne Ärger. Ja. Da habe ich ja den DeLorean nicht wirklich bewegt. Na doch. Wir müssen, glaube ich, noch eine Bewegungskarte aufmachen. Ja, das hatte ich jetzt vergessen. Ich bescheiße auch bei kooperativen Spielen. Das scheiße ich auch gerne, weil wenn ich mit meinen Kindern spiele. Lorraine, ach, das war ja Kippe. Das machen wir so. Lorraine, 2 Felder im Uhrzeigersinn. George, 1 Feld gegen den Uhrzeigersinn. Und Biff? Biff gar nicht. Das ist ziemlich cool. Müssen Biff zu George Standort ziehen. Müssen wir das immer? Ja. Immer wenn George bewegt wird. Ja, dann ist jetzt Biff. Aber noch liegt er am Boden trotzdem. Ich mache jetzt einfach mal, ich mache einen kurzen Doppelpack. Ja. Ich mache einen Dreierpack. Dann mache ich hier noch, überlege ich ein bisschen und vertraue. Ja, ich mache kurz einen Dreierpack. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Der Film ist nämlich von 2013. Mariah Mundi oder auch Der Abenteurerfluch des Midas. Der kam im Fernsehen. Ist so eine Art Indiana Jones Verschnitt mit einem jungen Mann, der so ein Abenteuerfilm. Sam Neill ist sein Gegenspieler. Scheint in Romanverfilmung zu sein, anscheinend gibt es da mehrere Teile. Ich fand das ganz nett. Da geht es eben um einen jungen Mann, da werden die Eltern verschwinden mysteriöserweise und dann wird sein kleiner Bruder auch noch entführt und er versucht eben dann den kleinen Bruder zu finden und im Zuge dessen geht es noch um die Jagd nach der sogenannten Midas-Box, die ist, wenn die dann aktiviert ist, dann hat die sehr wilde Kräfte und kann eben da so schießen, so Feuer rausschießen. Und Sam Neill will die auch unbedingt haben. Und dann gibt es noch Michael Sheen, der ist so ein haudegen Piratentyp, der ihm da irgendwie zur Hilfe kommt. Das spielt alles so um 1900, würde ich sagen. So historische Szenerie. Hat mir ganz gut gefallen. Ich glaube, da gibt es auch noch einen zweiten Teil, den ich aber noch nirgendwo gesehen habe. Mariah Mundi. Kannte ich noch nicht. Kam im Fernsehen. Von 2013. Ist mir überhaupt nicht untergekommen. Aber es ist auch kein Fernsehfilm. Nee, war anscheinend im Kino. Ist auch komisch manchmal, ne? Was einem ist mir einfach an mir vorbeigegangen. Dann habe ich noch gesehen Come Back, Mr. Dundee. Wir kennen ja alle noch Crocodile Dundee. Den wollte ich, aber der ist wahrscheinlich auch mäßig geil, oder? Ich wusste das gar nicht, aber Crocodile Dundee ist der immer noch der erfolgreichste der erfolgreichste Independent-Film aller Zeiten. Also der ist sozusagen. Ist das ein Independent-Film? Weil der anscheinend, ohne großes Studio oder so produziert wurde. Und der war ja ein riesen Hit damals in den 80ern. Ich hatte ihn auch wunderbar gerne gesehen. Es war auch einer der wenigen Filme, die ich mit meinen Eltern oder zumindest mit meinem Vater, ich glaube, meine Mutter war aber auch dabei, im Kino gesehen habe. Und Mr. Paul Hogan hat jetzt eben einen neuen Film rausgebracht. Und das ist wieder so eine Mischung. Du hast auf der einen Seite spielt Paul Hogan sich selbst, nämlich Paul Hogan, der früher mal total erfolgreich aber war. Aber nicht die richtig wirkliche Version von sich selbst. Aber ich vermute, dass es halt auch wieder eine Art Kunstfigur Paul Hogan ist. Wie Nicolas Cage oder sowas. Genau. Und der halt früher als Crocodile Dundee. Hast du nicht gesehen? Hab ich nicht gesehen. Der sehr erfolgreich war. Guck dir das an. Und der hat, das ist aber mal schön. Und das sind ja auch noch Doppelblitze hier, Doppeljoker. Der hat auch eine Agentin noch und die versucht ihn halt immer wieder so ins Filmgeschäft hineinzubringen. Da gibt es zum Beispiel so lustige Szenen, wo sie ihm vorschlagen, sie wollen eine Fortsetzung von Crocodile Dundee.
drehen. Spielt da nicht auch Chevy Chase mit? Da spielt auch noch so andere Alte. Da spielen etliche Leute mit. Lass mich das kurz noch zu Ende bringen. Ja, Entschuldigung. Dann soll er einen Sohn haben, Crocodile Dundee. Ja. Und dann schlagen ihm die Produzenten immer vor, wer den spielen soll. Und dann Shia LaBeouf. Und dann ist es eben zum Beispiel jemand wie Jamie Foxx oder so. Wo er natürlich dann sagt, Entschuldigung, Jamie Foxx, aber wieso sollte... Und ist rassistisch oder was? Und da, genau, und dann kriegt er eben den Vorwurf, dass er rassistisch wäre, weil er nicht will, dass eben Jamie Foxx seinen Sohn spielt. Hm. Und es ist schon irgendwie auch witzig, weil es nimmt halt diese ganze Sache so ein bisschen auf die Schippe, dass man ja vielleicht sich über so eine Art von Besetzung nicht beschweren darf. Aber also, es ist schon auch irgendwie nachvollziehbar, dass es ein bisschen bescheuert ist. Jedenfalls, er tritt von einem Fettnäpfchen ins andere. Er kommt dadurch immer wieder ins Fernsehen, weil er jetzt wieder irgendeinen Scheiß gebaut hat. Und ist halt so eine Katastrophengeschichte. Es wird immer schlimmer. Alles, was ihm passiert, wird immer schlimmer. Aber am Schluss natürlich Happy End und irgendwie kann er sich dann doch wieder reinwaschen. Und ist ein Film. Boah, wie soll ich sagen? Man kann ihn sich angucken. Ich wollte mir den eigentlich auch angucken, weil ich habe aber, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, der wird wahrscheinlich jetzt nicht super geil sein. Nein, der ist auch. Aber vielleicht macht er so ein bisschen Spaß einfach. Er macht insofern ein bisschen Spaß, weil eben tatsächlich so auch ein paar andere Leute, die man kennt, das waren ehrlich gesagt für mich so die spannendsten Momente. Oh je, du hast zweimal Biff gewürfelt. Nein, habe ich nicht. Na gut, du hast nur einmal Biff gewürfelt. Wir schummeln hier ohne Ende. Aber ich habe hier... Man freut sich eben über das Auftauchen anderer Stars. Ja, es tauchen so ein, zwei andere Stars auf, so in kleinen Rollen. Und Chevy Chase spielt eine total... Also, das ist sehr lustig. Verrate ich jetzt nicht. Und dann haue ich gleich noch einen hinterher. Ich hatte mal von ihm erzählt, Aladdin. Diese französische... Ja, den hast du schon richtig vorgestellt. Comedy-Aladdin-Verfilmung. Ja. Und es gibt eben einen zweiten Teil. 1001 Scherz oder sowas? Genau, 1000 und einer lacht. Ach so, das war's. Und Aladdin 2 kam jetzt nämlich raus. Soweit ich weiß, planen sie auch noch einen dritten. Weil in Frankreich scheinen die extrem erfolgreich zu sein. Mhm. Das ist also die Fortsetzung... Ja, was habe ich mir aufgeschrieben? Ja, nette Fortsetzung. Kann man machen. Er erkrankt, glaube ich, ein bisschen daran, dass da eben auch ein, zwei französische Comedy-Stars oder Fernsehstars mitspielen, die ich halt nicht kenne. Und da freuen sich dann bestimmt viele, oh, guck mal, der von die Küchenschlacht aus Frankreich spielt da jetzt mit oder so. Das bringt mir persönlich halt als deutscher Zuschauer wenig, weil ich den nicht kenne. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben. Trotzdem das Wasser. Ich habe mir noch aufgeschrieben, auch dumm. Auch dumm. Der Film ist auch dumm. Manche auch dumm wie der erste oder neben auch einer auch sehr witzigen, intelligenten Geschichte ist ja auch ganz schön dumm. Nein, er hat nicht mal eine witzige Intelligenz. Es ist ein fremder Herrscher, der in das Königreich eindringt und da die Macht übernehmen will. Und Aladdin versucht es irgendwie zu verhindern. Klingt auch generisch. Ja. Ist es auch, aber der. Aber solchen Film erwartet man noch nichts anderes, ne? Da ist es ja Teil des Scherzes, dass die Story so easy ist. Und es wird auch sogar total verarscht, eben genau diese Klischees, die man genau mit solchen Figuren verbindet. Man kann sie sich angucken, ist wirklich ganz nett. Ja, kurzweilige Komödie. Jetzt habe ich drei Filme schwupps abgearbeitet. Mega, so schnell möchte ich auch mal Sachen vorstellen. Ich versuch's mal. Ich habe eine Serie gesehen, das wird jetzt nicht so schnell gehen, aber ich versuch's. Die schon ein bisschen älter ist. Aber ich bin dran. Ich habe jetzt mega hier und habe die hier hingeführt, habe sogar hier das weggemacht. Oh, ich bin ziemlich begeistert. Aber wir müssen unbedingt noch hier diese zwei Sachen sammeln, weil erst dann bringt das ja was. Ja, ja, jetzt müssen wir leider wieder ein Fotostückchen. Nein, müssen wir nicht. Nee, müssen wir nicht, weil wir im Liebesbereich sind. Aber es bewegt sich was. Also, George bewegt sich zwei Felder gegen den Uhrzeigersinn. Das steht dann bei Biff. Lorraine geht ein Feld im Uhrzeigersinn. Sind aber ganz schön weit auseinander jetzt. Was ist denn los mit euch? Ihr seid doch verliebt. Schaut doch mal. Ja, das wissen die ja nicht. Achso, das sieht man doch hier. Das wissen sie trotzdem noch nicht. Ach, die sind wirklich ganz schön doof. Was, mit so viel Liebe können sie gar nicht umgehen. Geh weg. Deutsche Serie, schon eine Weile alt, aus der Mediathek. Jetzt inzwischen auf Netflix zu sehen. Das Parfüm. Ach was. Kennst du das? Als Serie? Ja, nicht, nicht jetzt Süßkind im vordergründigen Sinne. Ach so. Hast du nichts von gehört? Nein. Ist eine Serie, die lose inspiriert Patrick Süßkind das Parfüm. Aber sehr lose. Geht erstmal wird eine Leiche gefunden am Anfang von einer Frau, die
eine relativ, naja, diese Sängerin war, die auch einen großen Fankreis hatte. Und relativ schnell treten dann noch vier alte SchulkameradInnen von ihr auf den Plan, die alle geschockt sind, dass sie tot ist und die noch zu ihrer Beerdigung gehen. Und man erfährt, dass die früher sozusagen so eine Art Vierergruppe waren und wo sie, also eine Fünfergruppe in dem Fall, aber und sie war halt so der Engel der Schule, weißt du, alle waren heiß auf sie und sie hat es auch mit allen gemacht. Mhm. Und war halt kein Kind von Traurigkeit und der wollte was von dir, die war neidisch und was weiß ich. Also es ist so ein, das schwankt nochmal zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Du siehst diese noch übrig gebliebenen vier Leute, wie sie überlegen, wer hat sie jetzt umgebracht. Es gibt natürlich auch Polizisten und PolizistInnen, einen Staatsanwalt. Und Staatsanwältinnen? Nee, Staatsanwältinnen taucht er nicht auf. Gibt's gar nicht. Und es ist so ein, einerseits so ein Whodunit, ne? Also dass du nicht weißt, wer steckt denn jetzt dahinter, dann erfährst du, was überhaupt diese. Irgendwann, du weißt, irgendwas ist damals in der Schule auf dem Internat abgelaufen. Da ist schon was, da ist auch ein Junge verschwunden und keiner wusste, was mit dem ist. Dann hast du irgendwie das Gefühl, haben diese vier Teenies ihn umgebracht, was haben die gemacht, was für Geheimnisse tragen die mit sich rum. Das ist eigentlich ganz schön und ganz spannend. Und irgendwann erfährst du dann, dass die auch eine Faszination hatten für Parfüm, für Gerüche, inspiriert durch das Buch. Mhm. Also das ist sozusagen eigentlich der Punkt, was Süßkind ist, dass die halt das Buch gelesen haben, dann auch angefangen haben, mit Gerüchen zu experimentieren. Und einer, gespielt von August Diehl, ist in der Tat Parfümeur geworden, auch ansässig in Paris, und macht ähnliche Sachen. Der reibt halt auch Frauen ein, aber also auf ihren, also in Vereinbarung. Die sind damit einverstanden. Mit diesem Fett, genauso wie man das auch in dem Film gesehen hat, schabt sie ab und versucht, was zu destillieren und sowas. Einer von diesen vier Leuten wird übrigens gespielt von Christian Friedel. Ach, witzig. Mit einer wunderbaren Langhaarperücke und einem Gebiss. Da haben wir es schon wieder. Und ich wusste, dass er da mitspielte, aber ich wusste nicht, dass er eine von diesen vier Hauptrollen ist. Also das war ich auch schon wieder überrascht. Sag mal, wann dreht er das alles immer? Der macht ja gar nicht so viel Theater, wie man denkt. Christian. Wahnsinn, ne? Wann drehst du das alles? Und ich glaube, die Serie ist von 2018. Also ist in der Tat auch schon eine Weile alt. Ja, da fällt ihm gleich der Zettel aus der Band. Und meine Meinung. Was mich die ganze Zeit ein bisschen genervt hatte, war, dass es halt diese Ermittlerin gibt, die was eine Affäre mit dem Staatsanwalt hat, der aber verheiratet ist. Und dass die alle so leiden. Und es, mich haben, ehrlich gesagt, ich finde die Problematik der vier Jugendlichen, dann Erwachsenen, was da für ein Geheimnis steckt, war spannend. Ich hätte nicht gebraucht, noch diese leidenden Ermittler, die ihre Beziehung, Nicht-Beziehung irgendwie da die ganze Zeit mit sich rumtragen. Das hat dann im Nachhinein Auswirkungen. Oder ist wichtig für die Auflösung des Falls? Da spielt es eine Rolle. Aber die ersten sechs Folgen dachte ich, boah, ich brauche das nicht. Das reicht doch. Warum muss immer so ein, noch so, ich meine, bei sowas jetzt wie den Jussi Adler Olsen hat ja auch sein Päckchen zu tragen. Aber da ist irgendwie, da ist das Teil der Spannung. Aber da hat es mich irgendwie eher genervt. Warum da immer noch so ein Hickhack, ehrlich gesagt, mit den Ermittlern sein muss. Ehrlich gesagt stört mich das bei vielen deutschen Krimis auch so eben, dass dann immer noch, oh, dann hat der dann noch... Wo ist denn die Zeit hin, wo man einfach mal Derrick einfach nur... Eben. Oder Columbo gar keine Frau hatte. Weil sie den Figuren halt noch irgendwie... Natürlich gibt's Mrs. Columbo. Man sieht sie nur nie. Es gibt eine Folge, Leb wohl, Mrs. Columbo, wo gesagt wird, seine Frau ist gestorben und dann stellt sie aber heraus, dass es ein Fake war. Am Ende dann bloß irgendwie den Mörder damit fangen wollten. Ja, das ist so schön. Aber es stört einen, finde ich, dann irgendwann auch, dass klar, ja, sollen die eine Tiefe bekommen, die Figuren, aber es ist... Fand ich, wenn du das Gefühl hast, es ist ein bisschen konträr zu dem ganzen anderen, was eigentlich erzählt wird und es tut nichts dafür. Und was mich dann wirklich, wirklich geärgert hat am Ende, dass du die ganze Zeit überlegst, wer ist es und du kriegst immer so falsche Fährten. Das ist ja nicht unüblich, ne? Und weil du aber so viele falsche Fährten auslegst, die dann alle nicht richtig sind, bleibt am Ende nur übrig, dass die Lösung etwas ist, was so... banal. Nee, so unvorhersehbar ist, dass ich sage, das ist doch jetzt willkürlich. Also das ist doch, dass der jetzt, oder das jetzt derjenige ist, der es war. Ehrlich? Das ist doch jetzt nur, weil du musst irgendjemanden holen, der vorher schon mal auftauchte, der aber an den gar keiner gedacht hat, weil alle anderen falschen Fährten waren ja schon, der Möglichkeiten waren ja schon quasi ins Licht gelaufen. Das hat mich dann wirklich geärgert. Okay. Oder ich habe irgendwas verpasst, warum das doch Sinn macht, dass derjenige es war. Dann am Ende. Das fand ich irgendwie, dachte ich, was für ein Zusammenhang, warum, wieso? Das ist total, nee. Also, wie gesagt, dieser ganze Aspekt mit den vier Erwachsenen und der Kindheitsgeschichte, wie sich das aufdröselt, alles schön, aber dann
verliert sich das wieder. Hat mich so ein bisschen dann wie, was ich vorgestellt hatte, diese Serie mit Robert Stadlober, Schnee, ja, die dann auch in irgendwas sich aufgelöst hat, wo ich denke, ach, doof. Aber, lass mich das ganz kurz noch mit hinten dranhängen, dann überlasse ich das ganze Feld dir. Haben wir eine andere Serie gesehen, die auch genauso aussah wie Schnee und die Totenfrau. Und glaube ich, die fahren da auch durch den Tunnel. Die Totenfrau wollte ich ja übrigens gucken, aber die gibt es nicht in der Mediathek. Gibt es nicht, die ist auf Netflix. Tja, die gab es vielleicht kurz mal auf der Mediathek. Manchmal sind die dann eine Woche drin und dann sind sie wieder weg. Die landen oft alle bei Netflix, die Sachen dann. Die bei, auch hier dieser Sörensen und sowas. Ja, wobei der ist noch in der Mediathek. Sörensen fängt Feuer, den du mal vorgestellt hast. Der eine, aber der erste ist jetzt inzwischen bei Netflix. Das kann sein, den habe ich aber schon. Aber eine andere Serie, die quasi im selben Ambiente spielt, Der Pass. Weiß nicht, ob du die kennst. Nein, Julia geht auch nach Berg. Das sieht genauso aus. Du siehst die Aufnahmen von oben, die Straßen, Schnee überall, da fahren die durch den Tunnel. Vielleicht haben sie es auf einmal alles gedreht. Die haben 5 Serien in demselben Ambiente gedreht. Mit Julia Jentsch und Nicolas Ovčarek, den ich bisher noch gar nicht so oft gesehen habe, der mir auch nie so, war jetzt nicht so, dass ich sagte, oh, das ist Nicolas Ovčarek, den muss ich sehen. Kennst du den? Ja. Der ist... Ist halt so ein Typ. Ja. Aber ich... Und ich bin hellauf begeistert von dieser Serie. Ist ein Österreicher. Ne? Ist ein Österreicher und wieder hast du eine Serie, wo die Hälfte Leute nicht verstehst, weil sie irgendwo Österreicher direkt in sich hineinnuscheln. Soweit ich weiß, spielte der auch viel in der Burg. Ja, soll er machen. Oder in Wiener Volkstheater. Jedenfalls ist diese Serie total geil. Ja? Ja, scheiße, dann ist die gut. Und das ist, fängt halt mit einem... Wo ist die wiederum? Was? Netflix? Wo ist die? Die ist eigentlich eine HBO-Serie. Eine Sky Original. Kannst du aber auch über Wow TV, kannst du aber auch kaufen auf Amazon. Mhm. Einfach normal. Die ersten 2 Staffeln sind jetzt bei RTL Plus. Ah ja. Und die 3. Staffel, dann ist das Ding auch abgeschlossen. Jetzt kommen schon die ersten Kinder nach Hause. Mann, ich habe ja schon. Schön lang. Also es gibt 3 Staffeln, damit ist die Geschichte wohl auch auserzählt. Wir haben jetzt nur die ersten 2 gesehen, weil die 3. müssen wir jetzt kaufen. Es beginnt... Warte die einfach. Ach, das sind 20 Euro, würde ich sogar investieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich jetzt einfach wissen möchte, wie es auch weitergeht. Na gut. Es beginnt mit einem Toten, der genau auf einem Pass liegt, und zwar an den, quasi möchte man sagen, Grenzstein gefesselt, nackt, tot, in so einer Betsstellung. Also irgendwie sowas, hat was Opferhaftes oder sowas. Satanist. Und dadurch ist es sozusagen eine deutsch-österreichische Ermittlung. Und dann kommt halt so dieses ungleiche Ermittlerpaar, Julia Jentsch, die eine relativ optimistische, hat immer so eine rote Jacke an, das ist auch sehr schön, das ist so wie so eine fröhliche Symbolik, das ist so wie so ein Lichtpunkt, immer mit dieser roten Winterjacke. Und irgendwann, wenn der Figur es schlechter geht, irgendwann denkst du, jetzt hat sie gar nicht mehr die rote Jacke an. Och Mensch. Und irgendwann findet sie ein bisschen wieder zu sich selbst. Oh, jetzt trägt sie wieder die rote Jacke. Das ist ja witzig. Also das ist wirklich so ein bisschen, aber eine putzige Symbolik. Ist nicht so, wo du denkst, ja. Und der Ovčarek spielt den Gideon Winter. Ja. Ist ein Ermittler, der eher... hallo! Der hatte... Hallo Basti! Der hatte eine interne Untersuchung... Eine interne Untersuchung an der Backe. Ist also eher so ein zwielichtiger, mauliger Polizist. Der eigentlich auch, wo sie auch irgendwann die fragt, warum machst du eigentlich diesen Beruf? Also, ja, das frage ich mir jeden Tag. Das frage ich selber. Und der hat halt auch zum organisierten Verbrechen Kontakte und hat auch mit denen zusammengearbeitet und sowas. Also ist eher so ein korrupter Bulle gewesen. Und aber die hat mit ihrer, die belegt den einfach. Also die kommt und sagt, hey, ich habe uns Frühstück mitgebracht, und die lässt sich überhaupt nicht beeinflussen von dem. Und dann finden die ganz schön zusammen. Und der findet innerhalb der ersten Staffel eine Leidenschaft wieder und die Fälle sind sehr spannend. Und sie wird depressiv. Sie wird depressiv. Das ist wirklich so. Weil, sie ist nicht die ganze Zeit so fröhlich, aber sie macht halt. Ne? Aber der erste Fall führt dazu, dass sie am Ende dann halt so auch mit ihr, also jeder, in der zweiten Staffel ist es ein bisschen so betreutes sich gegenseitig wieder hochziehen. Oder das habe ich schon. Achso. Aber es war schief. Mag sein, aber ich habe es schon ausgeführt. Und der große Unterschied zum Beispiel der anderen Serie zu dem Parfüm ist, dass nach 2-3 Folgen klar ist, wer der Böse ist. Es aber trotzdem ungleich viel spannender ist, weil dieses so Schwein-Dilemma. Mhm.
Es gab sogar jetzt in der zweiten Staffel eine 1:1 Schweigen-Dilemma-Situation, wo quasi das Sondereinsatzkommando was stürmt. Du siehst, wie der Böse von außen die Tür aufmacht und es ist an komplett unterschiedlichen Stellen. Also sowas, wo du denkst, nein! Und wir haben gestern die zweite Staffel zu Ende geguckt und du denkst immer so, nein! Warum ist der, oh, wieso ist der jetzt da? Aber find ihn doch, nein! Wieso kriegt er jetzt mit, dass die da sind? Na, oh, rettet die Frau! Er hat mitgelitten. Es ist wirklich, also ich, eine ganz tolle Dynamik, die zwei, schöne Geschichte, die spielen das toll. Ich finde den Offshore-Rack da total geil. Und der Pass. Julia Jentsch, inzwischen auch mal ein bisschen älter geworden schon. Wirklich schön. Eine tolle, tolle Serie. Macht richtig Laune. Und unglaublich spannend. Sehr schön. Du bist dran. Ich habe das jetzt, ja, ich habe das jetzt schon weitergefahren. Hast du das Ding? Ich habe es, ja, ich habe es hier. Ja, sauber. Leider ist der Biff inzwischen aufgewacht und hat uns alle Liebe geklaut. Oh nein. Das ist ein bisschen doof, aber passiert halt manchmal. So, im Grunde genommen, ja, also ich war im Kino, ich habe Zone of Interest gesehen. Yeah, da haben wir ja schon... haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Ich will einfach nur sagen, der Film ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Ich finde den wirklich total spannend. Der Ausdruck von Hannah Arendt, die Banalität des Bösen, ist hier wirklich Programm. Ich finde, der entwickelt eben durch dieses sich mit eigentlich sehr unspektakulären Dingen befassende, entwickelt er eine Monstrosität, die aber in meinem Kopf entsteht und nicht durch das, was mir gezeigt wird. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, wie der Film ist, wenn man jetzt von der Geschichte gar keine Ahnung hat. Weil natürlich sehr, sehr viel vorausgesetzt wird. Klar, man sieht immer mal wieder im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, das ist ja sozusagen die Geschichte von, oder eine Art, wie soll man das nennen, es gibt eigentlich keine wirkliche Handlung, aber wir sehen Rudolf Höss mit seiner Familie, der direkt neben dem KZ Auschwitz wohnt. Rudolf Höss gespielt eben von Christian Friedl, der jetzt heute ungefähr zum 8. oder wir hätten ein Trinkspiel machen müssen, das Christian Friedl. Wir wären schon volltrunken. Oder wir müssten ständig aufs Klo. Und wir sehen halt, wie der da lebt mit seiner Familie und es werden uns eigentlich nur Banalitäten gezeigt. Aber der Film ist wirklich ganz toll gemacht. Es sind nämlich auch so ein paar künstlerische Kniffe drin, die dieses System total aufbrechen. Aber er ist auch sehr anstrengend. Ich finde, der ist für den Durchschnitts... Oder also... Ich glaube, er ist für jeden Zuschauer ist er wirklich sehr anspruchsvoll. Weil er... Oh, was für Glück! Was für ein Glück! Drei Blitze! Weil er natürlich mit den ganzen Erzählkonventionen total bricht. Yeah. Ja, also er erzählt halt überhaupt nicht eine Story oder so, wie wir das kennen. Aber der ist wirklich beeindruckend, Zone of Interest. Und dann habe ich gestern sehr noch... Schön. Dann habe ich gestern noch Mission Impossible habe ich mir gestern angeguckt. Den ersten Teil von Dead Reckoning, wie auch immer man diesen Titel ausspricht. Und was heißt das? Reckoning? Reckoning? Dead... Waschbären, ja. Es geht um Waschbären? Raccoon ist ein Waschbär. Ja, ja, Reckoning ist ein Waschbären. Also wenn man rumwaschbärt. Ja, Mission Impossible, der Waschbär. So heißt der Film, glaube ich. Unmögliche Waschbären. Mir hat er wieder gefallen. Ich mag diese Mission Impossible Filme, weil ich finde, dass das einfach gut gemachte Action ist. Man darf da auch nicht zu sehr nach Logik fragen, weil die können ja immer alles und es gelingt ihnen immer alles. Aber es ist spannend. Wie viel es ist das Teil? 6? Das müsste dann, da habe ich mich gestern auch gefragt, müsste entweder sogar der 7. oder der 6. sein. Es könnte sogar schon der 7. sein. Ich glaube, wenn ich ganz kurz sagen darf, ich muss den anderen nochmal... Ich habe Teil 3 und 4, glaube ich, gesehen. Und die fand ich richtig gut, nachdem ich Teil 1 irgendwie krude fand. Teil 2... Anders. Die neueren sind einfach anders. Und ab Teil 3, wo sie auch dieses Team mit Simon Pegg und sowas sind, und, ist, glaube ich, besser. Finde ich auch. Ja. Sie sind auch humorvoller und sie nehmen sich nicht so ernst. Mit Philip Seymour Hoffman und mit dem dänischen Bösewicht, der leider auch gestorben ist, der von der Millennium-Trilogie. Ja, ich die weiß, wie du meinst. Ich finde, die sind einfach gut. Also, die sind nicht logisch und sie sind auch teilweise echt ganz schön gewagt, was die da alles machen und können und überleben. Aber wenn man das akzeptiert, dann sind die total kurzweilig, finde ich. Und was ich auch wirklich mag, ist, es sind einfach spektakuläre Stunts drin. Und man weiß ja bei etlichen dieser Stunts, dass Tom Cruise die auch selber macht. Und ich mag dieses real gemachte. Von diesen Scenes. Das mag ich einfach. Ich muss nicht immer diese CGI-Sachen haben. Ich finde es schöner, wenn man sieht, dass das echt ist. Cool. Also, wir spielen, es ging ja mehr, das Spiel vorzustellen. Ne? Wir machen hier, weil wir uns aber auch nicht gut konzentrieren können, haben wir ja sowieso ein
Defizit bei dem Spiel. Also ich habe bis jetzt noch kein einziges Mal geschummelt. Ich schummle hemmungslos, aber wenn ich jetzt 6 Mal in Folge 3 Biffs, da hätten wir keine Chance mehr. Also deswegen, um zu zeigen, wie schön das Spiel sein kann, mache ich mal mir die Realität ein bisschen zurecht. So, im Grunde genommen bin ich jetzt mit meinem Film. Ich habe jetzt auch nichts übersprungen, aber manches ist natürlich sehr schnell. Oder habe ich was übersprungen? Das ist eine große Folge, wenn wir es schnell machen. Ich habe jetzt natürlich noch die Serie. Welche Serie hast du denn auch? 3. Krasser Scheiß. Aber ich kann das ganz kurz machen. Aber jetzt mache ich tatsächlich eine ganz kurze Pause. Ich muss auch mal die kurze Kamera ausschalten, weil sonst... Ja. Ich wäre ja jetzt theoretisch dran. Ja. Das mache ich auch. Also, was haben wir noch zu tun? Wir müssen den DeLorean bewegen. Das ist schon mal was. Wo ich kriege erstmal Ärger 3. Oh nein. Ärger 3 ist immer schlecht. Das ist der ist auch rot, der Ärger 3. Ja, der haut ja alles um. Wir gucken mal, ob das überhaupt geht. Gitarrist der Starlighter ist verletzt. Schulparkplatz. Oh, das ist schlecht. Würfle einmal pro Runde nach dem Durchführen der Bewegungskarten mit den Herzwürfeln. Wenn du 2 Biffs würfelst, verdecke einen McFly-Fototeil. Dieser Wurf darf nicht verändert werden. Oh, 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 oh. So, was mache ich? Ich würde auf jeden Fall mal dahin gehen. Ich glaube, das würde ich dann jetzt auch ehrlich gesagt in Kauf nehmen und gar nicht versuchen zu... Ja, wir bringen jetzt mal die Teile da in Dr. Browns Haus, oder? Das Ding ist übrigens, was übrigens auch noch eine Fiesigkeit des Spiels ist, habe ich noch gar nicht gesagt. Es sind ja auch nur noch 5 Runden. Selbst wenn du das jetzt das Ziel hier geschafft hast, du musst bis hier spielen und musst halt das aufrechterhalten. Ja, klar. Weil, ja, erst 22:04 der Blitz einschlägt. Ist klar. Also ich würde jetzt mal mich bewegen. Was will ich denn dann machen? Ich glaube, ich will eigentlich dann den DeLorean bewegen. Das kann ich ja dann immer noch. Also würde ich... ich nehme das da hinten, lass dich da hin transportieren. Genau, ich nehme jetzt mal den, um das hier hinzutragen. Dann benutze ich meine Sonderfähigkeit. Nee, warte mal, du benutzt doch nicht deine Sonderfähigkeit, weil du hast ja gerade 3 Felder. 1, 2. Ja. Dann bewegst du den, dann kannst du notfalls nochmal sein, wenn du ihn jetzt bewegst, dass du dich dann da zurück transformieren kannst. Das stimmt. Weil du kannst ihn dann erst weiter bewegen, wenn er hier ist, wenn er da ist. Also, weißt du, wenn du auch da bist. Ja, klar. Okay. Gut, dann würde ich jetzt tatsächlich aber die anderen Würfel alle nehmen, um den DeLorean zu bewegen. Oh mein Gott. Oder? Ja. Das mache ich mal. Hast du Angst vor Biff? Da du ja noch gar nicht geschummelt hast. Ich habe ja noch nicht geschummelt. Lass doch den einen Joker da. Ja? Der Grüne. Oh! Hey, wow, großartig! Läuft! 2, 3. Mensch, wir haben fast nicht geschummelt. Achso, nee, das ist... Ja, also 3 kann er. Brumm, brumm, brumm. Sehr gut. Ja, mehr ist es eigentlich nicht, oder? Jetzt könnte ich noch George 2 Felder bewegen. In meine Richtung. Wollen wir das machen? Oder ist das schlecht? Mach mal nicht. Mach ich mal nicht. Nee, es wäre, glaube ich, besser, eher Lorraine da wegzubewegen, als ihn dahin zu bewegen. Ja, das kann ich leider nicht. Ich kann leider nur George bewegen und auch nur in meine Richtung. Ich springe ganz schnell. Und zwar, ich habe die neuesten 3 Folgen der Serie Barnaby, Inspector Barnaby gesehen. Die erwähne ich ja immer mal wieder, weil ich eigentlich die Serie Inspector Barnaby sehr, sehr gerne mag. Ich muss leider sagen, also diese 3 Folgen haben mich alle nicht sonderlich begeistert. Oh. Ich fand die einfach, die werden ehrlich gesagt schwächer. Wow, 3! Ja, aber nee, das ist nur jetzt das hier. Ach, das wäre jetzt Biff gewesen, okay. Aber doch kein Biff. Ich war einfach ja, ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich schaue es trotzdem ganz gerne, weil ich die Figuren irgendwie mag und so. Aber ja, gibt es übrigens in der ZDF-Mediathek die Folgen und haben mich jetzt aber nicht so umgehauen. Das ist ja schade. Dann habe ich gesehen die 5. Staffel von The Crown. Anscheinend gibt es da ja inzwischen schon 7, habe ich gesehen. Aha. Ich glaube, die 7. kommt jetzt dann. Ja, ich habe jetzt die 5. gesehen, das war die, die ich jetzt noch nicht kannte. Diese Serie bezieht sich ja eben auf das englische Königshaus. In dieser Staffel werden die Jahre 91 bis 97 behandelt. Ich finde Imelda Staunton wieder großartig als die Queen. Mhm. Das ist jetzt so wahrscheinlich die letzte Schauspielerin, ne? Na, ich denke ja, weil sie ist ja jetzt auch in so einem Alter, wo sie quasi dann auch die ältere Queen spielt. Naja, 90 ist sie noch nicht, aber... Nein, aber man nimmt ihr das ab, dass sie jetzt eben die ältere Variante der Queen spielt, finde ich. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich mag die Serie eigentlich sehr gerne, aber diese Staffel kommt nicht so richtig in Schwung. Es geht ganz viel... Es passiert schon viel, ja? Mhm. Es geht da halt... Annus Horribilis, dieses wirklich schlimme Jahr für die Queen, das hat sie ja in so einer Rede mal selber so genannt, 1992, wo
Windsor Castle, glaube ich, gebrannt hat, was sie sehr geschockt hat. Dann geht es um die Stilllegung ihrer Yacht, die Britannia, was sie ja auch anscheinend sehr schwer getroffen hat. Dann gab es dieses unsägliche Diana-Interview, wo Diana so sagt, wie schrecklich sie doch behandelt worden ist. Und es gibt auch noch die Scheidung zwischen Charles und Diana. Und ja, es passiert schon viel, aber so richtig in Schwung kommt die Staffel, finde ich, diesmal nicht. Ich fand sie insgesamt ein bisschen schwächer. Ich fand auch die letzte Staffel schon ein bisschen schwächer als die drei davor. Trotzdem immer noch jammern auf dem Niveau, aber ja, ist einfach ein bisschen schwächer. Ich bin jetzt auf die nächste Staffel gespannt, weil da geht es ja im Grunde genommen um diese Zeit, wenn Diana dann stirbt. Mhm. Was ja in dem Film The Queen schon behandelt wurde, wenn wir uns erinnern, mit Helen Mirren. Da bin ich gespannt, wie sie das machen. Und als allerletztes habe ich jetzt noch gesehen die zweite Staffel von Star Trek Strange New Worlds. Und da schließe ich jetzt mit einem sehr positiven Aspekt ab. Ich finde, die ist wieder sehr schön. Sie ist humorvoll, sie ist schwungvoll, sie ist spannend. Es sind spannende Figuren. Und es gibt zwei Special-Folgen, was wirklich cool ist. Das erste ist eine Special-Folge, eine Crossover-Folge zwischen Lower Decks. Das ist ja eine Zeichentrick-Folge. Ja, ja, ja. Die sagt mir was. Und dann sind die an so einem Zeitportal, was eben in der alten Star Trek, oder so ein Raumzeitportal, was in der alten Star Trek-Serie vorkam. Und schwuppsdiwupp werden zwei Figuren aus der Lower Decks-Ebene, aus dieser Serie, werden transferiert in diese Serie, in diese Realität, sind dann aber auch reale Schauspieler, die denen sehr ähnlich sehen, wie die Zeichentrickfiguren aussehen. Mhm. Und das ist wirklich auch eine lustige Idee. Da hast du plötzlich die Zeichentrickfiguren in der realen Welt und die sind genauso chaotisch und respektlos, wie sie es halt in der Zeichentrickserie aussehen. Hast du die Zeichentrickserie gesehen? Ja, also jedenfalls die ersten zwei Staffeln kenne ich. Da gibt es jetzt auch 4 oder 5, glaube ich. Und die ersten zwei Staffeln finde ich sehr lustig. Und die zweite wirklich sehr, 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 sehr coole Folge ist eine Musical-Folge. Ach, es ist die erste Musical-Folge, die es bei Star Trek gibt. Da kommen sie nämlich in so eine Anomalie, da musste ich vorhin ein bisschen schmunzeln. In eine Anomalie, wo sie nur singen können. Also sie können nicht mehr sprechen. Das ist ja wie der Planet von genau. The Marvels, ja. Und sie müssen singen. Und es sind wirklich richtig gute Musical-Nummern. Sehr schön einstudiert, toll. Sowas ist immer wieder schön. Oh! Ist sie aus? Ist sie aus? Oh mein Gott, sie ist aus. So gut läuft meine noch. Ist der Akku wahrscheinlich leer, oder? Wie gesagt, Musical-Folge. Allein wegen der Folge lohnt sich die zweite Staffel von Strange New Worlds. Ich hoffe, dass die da noch weitermachen, weil das ist wirklich mal wieder eine richtig schöne Star Trek-Serie. Ich fand jetzt Discovery auch gut, aber die ist mir manchmal dann schon wieder zu emotional. Das ist einfach ein bisschen leichtere Kost. So, weil einfach auch viel Humor. Und es nimmt sich nicht so ernst. Coole Sendung. Das war's. Ich wollte, weil wir gerade ganz kurz nur in der Pause uns über alte Werbung unterhalten haben, habe ich letztens eine Sendung in der ZDF, glaube ich, Mediathek gesehen mit Bastian Pastewka und Oliver Welke. Die hieß, glaube ich, Wiedersehen macht Freude. Gab es nur 2 Folgen jetzt, die ist noch relativ neu, glaube ich, so Januar, Februar oder Dezember, Januar. Vielleicht waren es so bloß die 2 Folgen, aber die war ganz lustig. Sie hat mich ein bisschen erinnert an Kalkofes Mattscheibe. Weil sie sozusagen einfach sich dahingesetzt haben und sich Ausschnitte aus alten Fernsehsendungen angeschaut haben. Und, eine Nostalgie-Sendung. Der eine hat was mitgebracht, hat es dem anderen gezeigt, von dem er nichts wusste, der andere hat was mitgebracht und dann hat die Redaktion noch was einfach in den Raum gestellt, was die beiden nicht wussten und teilweise auch nicht kannten. Und sie haben sich einfach quasi darüber unterhalten. Also es ist jetzt nicht immer Comedian-Gold, was die dann dazu sagen, aber allein zu sehen, was wirklich über den Bildschirm flimmert, der alte Hans-Rosenthal-Sendungen, wo der irgendwie mit so eine Rentnersendung macht. Es ist nicht Dalli-Dalli gewesen, aber davor noch. Und dann mussten die Rentner irgendwie Lieder pfeifen oder um die Wette oder Fische in einem Aquarium zählen oder sowas. Das ist wirklich sehr skurril teilweise, was so an fetziger Fernsehunterhaltung so lief früher. Also das kann man sich mal das ist schön. Ich glaube, ZDF-Mediathek anschauen. Das schaue ich tatsächlich gleich an. Und was natürlich auch vor der Tür steht, ich glaube ja, du bist gar nicht so aufgeregt wie ich immer, aber wir müssen eigentlich ins Kino gehen in diesem Monat. Wegen Ghostbusters 4, The Frozen Empire. Ich bin trotzdem aufgeregt. Ich glaube ja, dass der Film, also ich rechne nicht damit, dass der Film also mir besser gefällt als der letzte. Du bist ja auch mit den letzten 2 geteilt. Ja, aber mir ging es da ähnlich. Teile ich überhaupt nicht. Um den Bogen zu schlagen zu Indie 5, mich haben dieselben Sachen jetzt beim nochmal gucken gestört, wie im Kino bei Indie 5.
Ich sag nur, Mads Mikkelsen kriegt eine Stange an den Kopf und hat überhaupt kein Problem damit. Ach. Ich habe mich trotzdem total gefreut wieder. Ich habe jetzt nämlich mir auf Blu-ray angeguckt. Ja, ich habe mir die ganzen, alle Making-ofs angeguckt. Aber das ist auch wieder so, dass das Gefühl, diese Parade, dass die viel mehr von der Parade gedreht haben, als es im Film dann so aussieht. Dass, du denkst, im Film sieht das so unecht aus. Es sieht vieles so CGI-mäßig aus. Und das ist gar nicht so CGI. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht gerade dieser Flitter, der da runterfällt, eben teilweise CGI ist. Und der ist natürlich flächendeckend über das ganze Bild. Ja. Und der verändert natürlich den Gesamteindruck. Das kann auch sein, ist nämlich auch wieder faszinierend, wenn du dann siehst bei Making-of, was die da alles, die Fassaden von den Häusern und so, das haben sie ja echt verändert. Wie du sagst, es sieht teilweise mehr nach CGI aus, obwohl was es dann ist. Sehr viel sehr echt ist. Ja. Ja. Wobei mich haben bei Indiana Jones eben jetzt wieder ähnliche Sachen gestört wie schon im Kino, aber insgesamt hat er mich auch wieder total gefreut. Mich auch. Ich bin einfach... Ich habe den auch auf Blu-ray gekauft. Und, ich freue mich einfach. Und dasselbe, so geht es mir, wie gesagt, ich hatte ja letztens schon über Ghostbusters 3 nochmal geredet. Wir haben uns jetzt privat nochmal unterhalten und du hattest gesagt, ja, manche Sachen stören dich schon, die finde ich überhaupt nicht schlimm. Ja, haben mich beim Ihnen nochmal gucken jetzt wieder gestört. Weil... ab einem gewissen Punkt. Der, ich diesem Film zugestehe, nach den Regeln der 80er Jahre zu funktionieren. Und ich guck den nicht mit meinen heutigen Ansprüchen, sondern ich will, dass der auch so, dass der nicht noch fünf Ecken schlägt, um irgendwie noch was zu... So, deswegen ist das für mich okay. Und ich glaube, dass ich der weiß aber nicht, so, ob das, was mich da stört, jetzt typisch 80er Jahre Erzählweise ist. Weil ja, dass alle manche Figuren, Sachen einfach behauptet werden. Dass alle Figuren derart unbeeindruckt davon sind, dass da plötzlich Geister auftauchen und was ihnen alles passiert, dann hättest du in den 80er Jahren, hättest du dann kurz eine solche Einstellung gehabt. Oder so, ja? So einen kurzen... Hast du gerade den Dieter Krebsblick gemacht? So einen staunenden Blick, der so Großaufnahme, die Kamera fährt so ein bisschen weg. Das wäre so 80er Jahre... Und die sind ja, die Figuren sind halt alle so ein bisschen, dieser asiatische Junge ist halt so, dass er das irgendwie total cool findet. Das Mädel ist ja sowieso ein bisschen autistisch und findet es... Aber der asiatische Junge ist ja quasi schon im Fahrwasser drin. Der glaubt ja schon daran, dass es das alles gibt. Der fühlt sich ja dann aber bestätigt. Das ist ja eine Entscheidung, dass ich nur solche Figuren habe. Die hätten ja auch entscheiden können, dass noch eine Figur irgendwie dabei ist, die total überfordert wäre. Die Mutter. Ist die denn wirklich... Die ist ja nicht so... Naja, bevor sie überfordert werden kann, ist sie halt ein Hund, aber... Ja. Eben. Okay, sie ist ein Hund. Und der Professor da oder dieser Lehrer, der ist ja auch relativ schnell also das finde ich so ein bisschen schade. Das ist einfach eine Entscheidung, dass sie sich und dann fehlt mir eben so eine Minispur in Anführungszeichen Realismus, dass die dann eben kurz mal verwundert sind, was hier jetzt gerade passiert. Also Paul Rudd war sehr verwundert, als er die Mini-Marshmallows gesehen hat. Ja. Ja, genau diesen Blick hat er. Ja, na gut. Ja, das ist... Ja, okay. Was genau hat denn Bill Murray gemacht, als er Slimer gesehen hat? Ja gut, aber das ist doch was anderes. Das sind ja Leute, Ray, die... Ray, er sieht mich. Oh, gut, dann hat er gemacht... Es hat mich voll geschlagen. Er schreibte mich voll. Aber, ja... Aber das sind ja Geisterjäger. Die anderen sind, aber die sind Geister. Und aber sie rutschen doch da rein. Und sie sind übrigens auch Geisterjäger, nachdem sie einmal kurz irgendwie gesehen und dann haben sie plötzlich diese Dinge auf dem Rücken und keiner hat je gesagt, wie haben sie die hergestellt, warum können die das? Das ist ja genau dasselbe. Nein, das akzeptiere ich da viel einfacher. Als bei den Kindern, die dann auf einmal dieses Auto alles bedienen können und so. Warum? Weil der Führerschein macht. Der Junge. Der große Junge macht ja den Führerschein. Ja, aber sie da mit dem Sitz und alles, können die alles schon. Und der kann unglaublich gut, es wird ja vorher nicht erzählt, dass der unglaublich gut Modellauto fahren kann. Der kann es einfach. Unglaublich gut. Aber die Ghostbusters auch nicht auf dem Schießstand oder irgendwie... Aber da kann ich annehmen, dass sie das vorher schon mal, weil sie sich ja darauf vorbereiten. Der Junge hat sich ja nicht darauf vorbereitet, demnächst mal Geisterjäger zu sein und ein ferngesteuertes Auto fahren zu müssen. Der kann das ja zufälligerweise von ganz alleine. Das ist schon, dass Kinder videospieltechnisch eine gewisse gewisses Grundtalent mitbringen. Ja, aber so wie der das Ding fährt, ist der schon Weltmeister im Modellauto fahren, muss man sagen. Ich weiß, wir kommen Den Film ungerecht behandelt. Ich weiß, von ich dir. Weiß, ich weiß, ich spüre das. Ich spür und, das. Und deswegen, tut mir leid. Ich wollte so positiv enden mit der wunderschönen Musical Star Trek Folge. Dass Ghostbusters 4 wahrscheinlich gleich einen Fehler machen wird
und ganz viel Fanservice machen wird, aber ich bin total bereit dafür und möchte das sehen. Ich glaube, dass er auch gruselig wird. Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt ein besseres Gefühl bei dem jetzt, weil der wieder zu Hause ist. Ja. Ja, aber eigentlich passt diese, ich muss ehrlich sagen, dass eigentlich dieser Eislook gar nicht so, das sieht halt so. Ja, das hat mich fast schon ein bisschen erschreckt. Das sieht ein bisschen aus wie Mr. Freeze bei Batman. Naja, nicht, nee, das waren Plastidinger, die so gewackelt haben. Das hat mich ein bisschen daran erinnert. Aber ich glaube, dass die drei Geisterjäger halt eine größere Rolle spielen. Ich glaube trotzdem, dass Bill Murray erst am Ende kommt, im hinteren Drittel, wenn Not am Mann ist. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Aber zumindest Dan Aykroyd und Ernie Hudson. Wobei ich mich auch frage, wie Dan Aykroyd das überhaupt machen will. Der ist ja jetzt inzwischen doch recht alt und etwas korpulent. Ja. So viel rennen wird der nicht. Muss er ja nicht. Ich meine nur. Wie heißt es? Angie Potts ist ein bisschen mit dabei und ich würde mich so freuen, wenn irgendwie Rick Moranis. Ich habe letztens Rick Moranis gegoogelt. Ich glaub's nicht. Und der ist ja. Irgendwo taucht er. Ich habe ein altes Bild gesehen von ihm. Der ist jetzt 70. Mhm. Und der. Weißt du, warum der aus dem Filmgeschäft raus war? Nein. Weil seine Frau gestorben war und er sich dann um die Kinder gekümmert hat. Er hat gesagt, ich konzentriere mich auf meine Kinder in den Anfang der 90er. Das kann ja sein, ja. Und dann sind die ja groß. Könnt ihr ja nochmal so ein Cameo bei... Wenn er noch Bock drauf hat. Vielleicht will er auch einfach nicht. Mal sehen. Wir werden es sehen. Wir lösen es auf. Irgendeiner Filmwelt direkt. Und ja. Ich hoffe, wir schaffen das ins Kino. Wir arbeiten jetzt zusammen in einer Produktion. Vielleicht haben wir da mal gemeinsam frei. Das ist ansonsten war das unsere 20. Folge. Wir haben das Spiel noch nicht beendet, aber ihr habt einen Eindruck. Du hast einen Eindruck. Ja. Und wir haben zumindest die Liebe ist voll. Wir haben die Liebe extrem voll. Wir haben alle drei Teile von dem DeLorean. Und wir haben fast nicht geschummelt dabei. Die sind. Das Bild ist noch da. Das Bild ist noch da und der DeLorean ist also so kurz davor. Also würde man sagen, wir haben ihn fast hingefahren. Also wir haben schon, warte mal. Und wir haben noch vier Züge. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Und ja. Wir haben schon fünf davon. Guck mal, wenn ich jetzt würfeln würde, dann kann ich alle Dinger kann ich hier verdoppeln. Dann habe ich jetzt hier, die würfel ich nochmal, weil ich aber Bock habe. Und dann mache ich, ja, guck mal, dann ist der hier und dann haben wir. Nee, warte, der ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist er schon mal hier? Ja. Dann würfelst du nochmal. Ich bin ja auch nochmal dran. Guck mal, und das sind 1, 2, das sind ja, diese ganzen Biffs sind ja, Bewegungs- und hier 3, 3, 4, 5. Und dann ist er schon da. Ja, ist eigentlich schon da. Er muss auf einem von diesen drei Feldern sein. Ach wirklich, er muss gar nicht vorne sein? Nee, er muss auf einem von diesen drei, deswegen sind die weiß quasi. Die ich würde ja vorsichtshalber ihn trotzdem da vorne hinfahren, ja, natürlich. Weil wenn Biff ihn rückwärts fährt. Und jetzt ist ja, oh nein, das ist 22:04. Geschafft. So, tschüssi, laber, schwätz. Ist doch noch was. Es ist ein schönes Spiel. Ja, wir haben es jetzt natürlich ein bisschen richtig drauf konzentrieren, konnten wir uns nicht. Aber nein, vielleicht kann man es ja nochmal in Ruhe spielen. Eben, ich habe jetzt einen Eindruck und das ist wirklich ein hübsches Spiel. Ich finde auch. Auch nicht so einfach, glaube ich. Nee. Ich würde das nächste Mal ein bisschen weniger schummelig spielen. Ja, aber das war jetzt auch wirklich, weil man sich nicht darauf konzentriert hat und nicht optimal sozusagen mal abwägen konnte, was man jetzt wirklich macht. Ja. Ist richtig. Das war eine wunderschöne, unglaublich, fast unfassbar lange Folge, vermute ich. Aber das macht nichts, weil es ist ja eine Jubiläumsfolge und bei den Jubiläumsfolgen wissen wir ja, oder bei den Weihnachtsfolgen. Oder bei den zwischendurch. Da haben wir sozusagen die Narrenfreiheit und können so lange machen, wie wir wollen. Genau. So, und wenn ihr jetzt noch Lust habt, dann guckt euch doch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, direkt noch die unsere Oscar-Folge an von den Filmtipps oder was ganz anderes. Mach's mit, mach's nach, mach's besser. Genau. Tschüss. Tschüss.